Ja, herzlich willkommen. Wir sind im Fernsehen. Herzlich willkommen aus dem Hörsaal der Pharmakologie in Innsbruck. Herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen nervös. Mein Name ist Gebi Meyer, aber ich habe mein schönes Hemd angezogen, um die Nervosität zu verdecken. Herzlich willkommen zur ersten gemeinsamen Veranstaltung der Alpine Peers, der Bergrettung Tirol und der IGNI, der Innsbrucker, der Interessensgemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck. Die Alpine Peers der Bergrettung Tirol, wir sind die Gruppe innerhalb der Bergrettung, die sich mit dem Thema Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen beschäftigt. Bergretterinnen und der Bergrettern, die ein Angebot für Bergretterinnen und Bergretter schaffen, sich nach Einsätzen auch wieder gut in die Organisation einzufügen und gut in der Bergrettung weiterhin tätig zu sein. Die Interessensgemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck ist, denke ich, vielen auch bekannt als das Kompetenzzentrum für Notfallmedizin in Innsbruck aus studentischer Initiative erwachsen, aber inzwischen weit darüber hinaus. Wir haben heute einen Gast bei uns, Martin Prein, der letzte Hilfekurs, darum geht es heute. Ungefähr 1,5 Stunden wird er sprechen, danach sind natürlich auch Fragen. Herzlich willkommen. Wir alle, die wir in dem Saal sind und die draußen im Internet sind, wir alle, die wir in der Bergrettung sind, im Rettungsdienst, im Kriseninterventionsteam, von dem viele Menschen heute da sind, wir haben alle in irgendeiner Form mit dem Tod und mit dem Sterben zu tun. Im Rettungsdienst ist es vielleicht so, dass man so damit herumgeht, wie man im Rettungsdienst damit umgeht, nämlich professionell. Menschen versterben, herzliches Beileid und man hofft, dass man bald den Einsatz drücken kann, dass man wieder frei ist. In der Bergrettung ist der Umgang mit dem Tod und dem Sterben ja oft ein bisschen komplizierter. Wenn Patientinnen und Patienten bei uns versterben, dann kann man den Einsatz drucken, solange man will. Die Patientinnen und Patienten bleiben uns. Und oft bleiben uns nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern oft haben wir auch noch mit Angehörigen zu tun. Die Angehörigen, wo dann das Kriseninterventionsteam oft auch mit der Arbeit erst anfängt, herzlich willkommen auch an diejenigen, die aus dem KIT heute bei uns sind. Ärztinnen und Ärzte, von denen ja viele bei der IGNI auch dabei sind, kennen Tod und Sterben vielleicht auch noch einmal aus einer anderen Perspektive, ja nicht nur dann erst, wenn Patientinnen und Patienten verstorben sind, sondern vielleicht schon auch davor, wenn es darum geht, dass Menschen überhaupt erst versterben. Kennt man in der Bergrettung ja auch manchmal, zum Glück sehr selten, aber doch in Einsätzen, wo Patienten auch während dem Einsatz erst versterben, dann geht man natürlich vielleicht auch noch einmal anders mit dem Tod um. Ich will aber nicht zu viel über den Inhalt reden, weil dafür haben wir heute einen Experten da, der das für uns machen wird. Fürs Technische noch. Ihr seid herzlich eingeladen, auch im Internet Fragen zu stellen. Das könnt ihr im Livestream von der IGNI könnt ihr das einfach in den Kommentaren tun oder ihr könnt es per E-Mail tun, fragen@igni.at. Ich glaube, es wird dann später auch eingeblendet. Es gibt heute keine, das ist noch ganz wichtig, damit nicht alle Fragen auftauchen, es gibt heute keine Fortbildungsstunden, aber es geht ja nicht um die Stunden, die man irgendwo eingetragen kriegt, sondern es geht um das, was wir lernen. Ich freue mich, dass ihr heute alle da seid. Ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Martin Prein. Expertinnen und Experten in Erster Hilfe sind alle in dem Raum, das weiß ich, manche in erweiterter Erster Hilfe und heute nach dem Vortrag sind wir vielleicht auch noch Expertinnen und Experten in letzter Hilfe. Martin Prein, das Wort gilt dir. Herzlichen Dank. Danke herzlichst, danke schön. Ich habe mir gedacht, ich fahre nach Innsbruck zu der Bergrettung und das wird eine kleinere Geschichte, sitzen wir in einem kleinen Rahmen. Und ich komme mir halt vor, jetzt zeichnet man die Zeit im Bild auf und kam der Armin Wolf gleich ums Eck oder so. Haufen Kameras, bin gar nicht gemeint. Also grüß Gott, herzlich. Freut mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Martin Prein, mein Name, ist ja schon gesagt worden, sind wir per Du, passt das eh, Martin bitte. Ist in Tirol ja sowieso gang und gäbe. Vielleicht kurz zu mir, bevor ich euch sage, was wir heute machen werden. Nein, ich sage euch zuerst, was wir machen werden. Letzte-Hilfe-Kurs, so der Titel des Abends. Der Letzte-Hilfe-Kurs dauert eigentlich 8 Stunden. Ne? Aber ihr kriegt Zeit sozusagen einen Letzte-Hilfe-Schnellkurs. Und wenn mich Menschen oft fragen, ja, wer braucht denn einen Letzte-Hilfe-Kurs und wann soll man machen, dann ist die Gegenfrage immer die, wer braucht denn einen Erste-Hilfe-Kurs und wann soll man machen? Also dieser Letzte-Hilfe-Kurs, den ich da anbiete und wo ich euch heute ein Stück weit hineinführen darf, das mache ich für alle möglichen
Berufsgruppen, für alle möglichen Leute, die es interessiert. Hauptsächlich natürlich Pflegeeinsatzkräfte, Ärztinnen und so weiter, aber wir buchen auch Firmen, Unternehmen, Versicherungen, Banken, die machen das im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, ne, wo sie halt sonst da Sachen machen, die gut sind, weiß ich nicht, Yogakurse, Goji-Bären banieren und sonstige Dinge und machen so halt auch Letzte-Hilfe-Kurse. Und der Letzte-Hilfe-Kurs, könnte man sagen, besteht aus 3 Kapiteln und ich möchte euch heute entführen, dass wir uns mit 2 Kapiteln des Letzte-Hilfe-Kurses intensiv auseinandersetzen. Gerade waren im Herbergrettung, Krisenintervention, Medizinerinnen, Ärztinnen, möchte euch in 2 Kapitel entführen. Ich möchte euch in einem ersten Teil mitnehmen, dass wir uns mit dem Leichnam, mit dem toten Körper beschäftigen. Und diese Beschäftigung wird euch in einem ersten Moment sehr ungewöhnlich vorkommen. Aber ich bitte euch, folgt mir einfach einmal in diese etwas ungewöhnliche Betrachtung mit hinein. Es wird sich dann herausstellen, warum das vielleicht sehr notwendig und brauchbar war, den toten Körper mal auf diese etwas seltsame Art und Weise zu betrachten. Und dann werden wir uns beschäftigen, was ja auch oft eine große Anforderung ist und was der Kollege gerade gesagt hat, in diesen Diensten die Begegnung mit den akut Betroffenen im ersten Moment. Und da möchten wir uns anschauen, oder da möchte ich euch aus meinem Hintergrund heraus die Dinge erzählen, wozu wir in der Begegnung mit den akut Trauernden in diesen akuten Momenten eingeladen sind. Und wir werden sehen, da geht es vielmehr um so eine eigene innere Haltung in dieser Begegnung und das werden wir machen. Der Abend wird nicht so dramatisch, wie es jetzt schaut. Und am Anfang möchte ich mich kurz ein bisschen vorstellen, nur blitzlichtartig. Also ich unterlasse es, dass ich euch jetzt ausführlich erzähle, wie es in meinem Berufsleben dazu gekommen ist, dass ich ursprünglich nach der Pflichtschule vom gelernten Rauchfangkehrer über den Lastwagenfahrer, über den Reisebuschauffeur letztlich dann in der Bestattung gelandet bin und Psychologie studiert habe. Das lassen wir in dieser Ausführlichkeit weg. Aber kurz nur vielleicht fachlich interessant, ne, von welchem Hintergrund heraus biete ich euch heute diese Dinge an. Ich komme ursprünglich aus Griskirchen, das ist eine kleine Bezirkshauptstadt in Oberösterreich, kennt man vielleicht. Kennt man bestimmt, oder? Klar, also Griskirchen kennt jeder. Ne? Griskirchener Bier zum Beispiel, das kennen wieder alle. Ja. Und ich war dort beim Roten Kreuz ehrenamtlich so gut die 15 Jahre lang und Ende die 90er Jahre ist beim Roten Kreuz ja diese Krisenintervention installiert worden. Und da war ich bei den ersten 4 damals dabei, die diese Ausbildung gemacht haben. Und durch diese Krisenintervention bin ich dann plötzlich mit 2 Aspekten sehr intensiv in Kontakt gekommen, die mich dann nachhaltig interessiert und beeinflusst haben. Einerseits mit der Psychologie, andererseits mit den Bestatterinnen. Und dann bin ich im Jahr 2000 in Linz einmal in Bestattung eingegangen und habe gefragt, wie man Bestatter wird. Und dann haben die gesagt, ja, indem man einfach anfängt und schaut, ob man es mag oder kann. Und dann habe ich gefragt, ob ich anfangen kann und die haben tatsächlich wen gesucht. Jetzt habe ich da in der Bestattung angefangen und die Geschichte ist so ausgegangen, ich habe dann gut 16 Jahre lang als Bestatter gearbeitet, habe dann in der Bestattung arbeitend entschieden, dass ich mich beruflich doch nur langfristig verändern möchte und habe dann entschieden, dass ich mich nur traue und habe dann, dass ich nebenbei Psychologie studiere. Ich habe dann zuerst die Studienberechtigungsprüfung gemacht, ne, keine Matura gehabt und Rauchfangkehrer hat nicht gereicht, haben sie gesagt auf der Uni. Hat sich hinten noch als Blödsinn ausgestellt, hätte schon gereicht. Aber man muss es halt machen und habe dann diese Studienberechtigung gemacht, habe dann Psychologie studiert und so weiter. Und es ist dann passiert, das habe ich auch nicht vorgehabt, dass vor 12, 13 Jahren das Rote Kreuz einmal an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich für sie nicht einmal ein Tagesseminar machen könnte. Und so ist passiert, dass ich in diese Seminargeschichte gerutscht bin. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren und dann in der Bestattung aufhören und Psychotherapeut werden, aber aus dem ist eben nichts geworden. Ich habe mich dann auf der Uni auch sehr intensiv noch beschäftigt mit dem Thema an sich. Ich habe dann dieses Doktorat gemacht und habe im Rahmen dieser Dissertation dann so eine kleine Forschungsarbeit halt gemacht, so eine qualitative, und habe mir so die Leichenberufe angeschaut, vornehmlich die Bestatterinnen, aber auch die Leute, die auf der Pathologie arbeiten. Pathologie brauche ich da nicht erklären. Ne, da gibt es die Pathologin, die Ärztin, die hat mich weniger interessiert, aber interessiert hat mich der Obduktionsassistent oder die Obduktionsassistentin. Ne, das sind meistens Leute, die kommen aus dem Handwerksberuf und haben so eine kleine Ausbildung und machen um einen Leichnam die grobe Arbeit. Und die Leute haben mich interessiert und in dieser Forschungsarbeit habe ich halt so die Frage gestellt, was machen diese Berufskräfte mit dem Leichnam? Aber viel spannender war die Frage, was macht der Leichnam mit einer?
Und so ist das alles passiert. Ich habe nach dem Studium nur dann die Notfallpsychologie-Ausbildung gemacht und habe dann neben der Selbstständigkeit mit den Seminaren einige Zeit in Oberösterreich bei der Krisenhilfe Oberösterreich mitgearbeitet. Ich glaube, in Tirol gibt es das so nicht. Also das ist wieder so ein bestimmtes, spezielles Format. Die Krisenhilfe Oberösterreich, das ist eine Trägerverband-Geschichte vom Roten Kreuz, Promente, Exit Sozial. Und ich glaube, die Telefonseelsorge ist dabei. Also Menschen können in Oberösterreich, die potenziell was Dramatisches erlebt haben, können sie bis zu 10 Stunden, bis zu 3 Monate kostenlos begleiten lassen. Es ist zum Beispiel in Oberösterreich so geregelt, wenn zum Beispiel in Oberösterreich, wenn es um einen Suizid geht oder Kindstod, also unter 18 Jahren, dann fährt immer gleich, wird vom Roten Kreuz immer gleich wer hingeschickt von dieser Krisenhilfe und nicht von der Krisenintervention, weil man davon ausgeht, dass die Angehörigen vielleicht da mehr möchten oder längerfristiger Begleitung möchten und solche Dinge. Das habe ich einige Zeit gemacht, gibt es aber, das mache ich aber nicht mehr. Hauptberuflich, wie gesagt, dinglich durch die Weltgeschichte mit diesen Seminaren und Vorträgen. Ich habe einmal eine Supervisionsausbildung gemacht und mache auch Supervisionen mit diesen Berufskräften, vornehmlich Pflegeeinsatzkräften. Und beruflich bezeichne ich mich nicht mehr als Bestatter, das tue ich nicht mehr. Psychologe mag ich mich auch nicht so gern nennen, da sagen die Leute alle, das sind ja selber nicht ganz. Und die eigentliche Berufsbezeichnung, die ich mir geben könnte, ist die des Thanatologen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Thanatos, griechischer Gott des Todes. Die Thanatologie, könnte man sagen, ist so die Wissenschaft vom Tod und der Sterblichkeit und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Das klingt hochgescheit, aber es ist recht spannend, sich so zu nennen, weil keiner kennt es, jeder googelt es. Die Leute verhören sie wieder, hören wieder Tantralogie, ne, und so weiter. Darum sind sie heute alle gekommen. Ne. Das ist einmal was anderes. Ne. Das auch, da muss man schon sagen, bei der Bergrettung, da tun sie was. Ja. Aber muss ich euch enttäuschen. Ne. Wenn es das mal wart, könnt ihr noch heimgehen. Aber die Leute trauen schon daheim, ne, siehst du, da steigen schon aus, weil ich mein YouTube. Aber Thanatologie. Man könnte sagen, der Thanatologe oder die Thanatologie beschäftigt sich überhaupt mit dieser Frage, wie leben wir mit dem Tod? Da gehört alles dazu, was wir heute machen, toter Körper, was macht er mit uns Lebende und so weiter, was hat der für eine Wirkung auf uns, Begegnung mit den Trauernden, Abschiednehmer an sich und so weiter. Ne? Aber auch so Fragen, wie dann wir überhaupt mit dem Wissen, dass wir tot sein werden. Wisst ihr alle, dass ihr tot sein werdet? Es könnt jede Sekunde sterben und es stresst euch überhaupt nicht. Sitzt relativ entspannt da. Wie geht das? Solche Fragen beschäftigen einen, ne? Wenn man sonst nichts hat vom Leben. Aber solche Dinge, Thanatologie. Und ich darf euch heute diesen Letzte-Hilfe-Kurs anbieten. Ich habe schon gesagt, wir konzentrieren uns auf diese beiden Aspekte, auf den toten Körper. Das deswegen, weil ich da davon ausgehe, dass diese Betrachtung oder diese Brille, den toten Körper zu betrachten, wahrscheinlich noch nie aufgesetzt habt. Und darum möchte ich euch da heute hineinentführen. Und ich habe schon gesagt, wir werden dann auch sehen, warum das vielleicht sehr notwendig und brauchbar war, den toten Körper mal auf diese etwas seltsame Art zu betrachten. Und dann begegnen wir nur den Angehörigen und schauen, nicht, zu welcher Haltung wir da vielleicht eingeladen sind. Und da seid ihr die meisten von euch Profis, aber vielleicht ist da mal ein anderer Blick dabei aus meinem beruflichen Hintergrund. Nicht, gerade ihr, alle da herinnen, seid alle selbst hochkompetent und erfahren im Umgang mit diesem ganzen Thema. Und ich biete euch heute einfach aus meinem Hintergrund die Dinge an und ihr schaut, was euch mitnehmen könnt. Und ich hoffe, dass was dabei ist fürs Berufliche, fürs Dienstliche, fürs Private genauso. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich also eine kleine Forschungsarbeit damals gemacht habe und mir so die Leichenberufe angeschaut habe, vornehmlich die Bestatterinnen und die Leute in diesen pathologischen Abteilungen, und habe jetzt so die Frage gestellt, ne, was machen die dort mit dem toten Körper, aber spannender war die Frage, was macht der Leichnam mit einer? Und diese Frage könnte man ausweiten, was macht der tote Körper überhaupt mit uns Lebende? Und dieser Frage mal nachzugehen, kann vielleicht brauchbar sein, auch wenn man selber nie vielleicht mit dem Verstorbenen zu tun haben wird, kann diese Betrachtung, die wir da jetzt ein bisschen vornehmen, vielleicht hilfreich sein, werden wir merken vielleicht in einer halben Stunde, warum. Aber aufgrund dieser Tätigkeiten, die ich da gemacht habe und der Forschungsarbeit und der langen Seminare mit Berufskräften, die immer wieder mit Verstorbenen ungemessen Träumen behaupten, dass in uns allen irgendwo, in tiefster psychischer Schicht, irgendwo die Idee wohnt, dass von den Verstorbenen für uns Lebende vielleicht doch auch irgendwie Gefahr ausgehen könnte. Also die Vorstellung, es hätte vielleicht der Verstorbene, der tote Körper, irgendwie
eine Verbindung von einer natürlichen in eine übernatürliche Welt. Und es könnte vielleicht in dieser Begegnung mit diesem toten Körper, in diesem Umgang damit, auch vielleicht sogar aus einer anderen Dimension heraus Gefahr auf uns zukommen. Weil diese Idee drückt sich in uns meistens schnell aus in solchen Empfindungen, die wir haben können, nennen so Empfindungen des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens. Da braucht es nicht viel. Ich kann mit euch sehr gut ein Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, du bist Pflegekraft in einem Krankenhaus und wer möchte schon um 3 in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen in Pathologie runterfahren? Da fährst du mit einem komplett anderen Gefühl runter, als wie beim Tag mit einem Lebenden ins Röntgen. Nein, wahrscheinlich wird man den Verstorbenen in den Lift in das Eck schieben und du stößt in das Eck und hoffst, dass nichts ist. Pflegekräfte geben freimütig zu, wenn sie das tun müssten, was sie nicht tun müssen, aber wenn sie das tun müssten, dann würden sie den Verstorbenen wahrscheinlich im 3. Stock in den Lift reinschieben, auf K drücken und zu Fuß runterrennen und unten wieder rausholen, damit man da möglichst nicht alleine mit dem im Lift drinsteht. Und ich bin mir sicher, wenn wir die meisten von uns würden, wenn wir da alleine drinstehen würden mit einem Verstorbenen um 3 in der Nacht im Lift, würden wir wahrscheinlich auch sehr schnell empfänglich werden für ungewöhnliche Eindrücke. Es wird auf einmal anfangen, dass man viel zum Knacksen hören, Krachen hören, hebt sich der Brustkorb, ja, nein. So irgendwas, so Dinge werden sein, garantiert sogar. Ne? Und ne, also das behaupte ich, ne, dass das in unserer tiefsten Seele diese Geschichte irgendwie wohnt. Ne? Berufskräfte sagen oft, ne, Pflegekräfte zum Beispiel ganz gern, wenn ich mit Pflegekräften Tagesseminar mache im Altenheim, sagen die oft, nein, da kenne ich nichts, nein, sagt die Pflegekraft, weißt, wenn wir mit einer verstorbenen Bewohnerin gehen, um wie mit einer Lebenden, und wir machen im Altenheim vielleicht oft noch so letzte Liebesdienste, dass wir die vielleicht waschen, schön anziehen, herrichten, und da sagen die Pflegekräfte oft, das tue ich gern, da hätte ich mir noch nie was Ungutes gedacht. Und dann sagt aber manche Pflegekraft, sagt aber, weißt, wenn ich mich genau dabei beobachte, wenn ich mit einem Verstorbenen umgehe, wenn ich mich genau dabei beobachte, tief drin in mir, ein wenig angespannter bin ich schon. Manche Pflegekraft sagt sogar, weißt du, ich sage das ganz ehrlich, ich habe oft sogar Angst, dass der vielleicht plötzlich hergreift oder die Augen aufmacht. Ne? Und selbst Berufskräfte, die das Jahre und Jahrzehnte machen, kennen das. Ich habe einmal in meiner Arbeit, Forschungsarbeit, in einer Pathologie mitgearbeitet, ein paar Tage beim sogenannten Obduktionsassistenten, ne, wie man früher gesagt hat, Prosekturgehilfe, ne, haben wir schon gesagt, wer die sind, ne, die machen um die Pathologin die grobe Arbeit, haben vielleicht so eine kleine Ausbildung. Und in Oberösterreich, in den Krankenhäusern, in den Landregionen haben diese leider eigene Berufsbezeichnung, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist der Köllerprimar, sagt man zu dir. Ja. Und da haben wir bei so einem Köllerprimar mitgearbeitet und wenn wer so einen Köllerprimar kennt, ne, dann sind die so ganz lustige und aufgeweckte Burschen und das war halt auch so einer, ne, nach vorn hin gerne ein wenig so ausgehackt, die Burschen, ne, und der Goschen wie ein Baggerfahrer und der hat halt auch so geredet und hat gesagt, weißt, hat er gesagt, der Tod ist mein Leben, hat er gesagt. Hat er erzählt, weißt, das kommt bei mir wahrscheinlich schon von der Kindheit, weil dann hat er erzählt, er ist bei den Großeltern aufgewachsen und der Opa war bei einer im Ort der Totengräber und dann hat er erzählt, da hat mich der Opa als 3-4-jährigen Buben schon mitgenommen zum Graben und da hat er mir auch so ein kleines Schaufel gemacht, habe schon mitgraben, ne, so hat er geredet. Und jetzt habe ich was nicht dazu gesagt, das muss ich da jetzt einbauen, absichtlich an der Stelle. Ich habe am Anfang gesagt, ich behaupte, dass in uns allen irgendwo ein Typ, vielleicht nicht in allen, aber in den meisten von uns, in tiefster psychischer Schicht vom Bewusstsein verborgen die Idee wohnt, dass von den Verstorbenen Gefahr ausgehen könnte. Und ich behaupte, diese Idee ist in der Menschheit bereits so alt, wie dieses Bewusstsein des Todes, das sie in uns heranentwickelt hat. Der Mensch dürfte gegenwärtig das einzige Tier auf der Welt sein, das so intensiv um seinen eigenen Tod weiß. Hm? Nur wir wissen so intensiv um unseren eigenen Tod. Im Fuchs, im Wald stresst es eher weniger, wahrscheinlich. Und, ne, und ich behaupte, ne, das muss in der Entwicklung des Gehirns, des Bewusstseins, ne, des Ich-Bewusstseins, das sich da herausentwickelt hat, durch diese intensive Hirnvernetzung und so weiter, hat sich das Ich-Bewusstsein herausentwickelt und damit auch dieses Todesbewusstsein. Und ich behaupte, diese Geburt, dieses Ich- und Todesbewusstseins ist dieselbe Geburtsstunde wie die Idee, dass von den Verstorbenen vielleicht doch auch irgendwie was Ungutes ausgehen könnte. Und warum ich das jetzt an der Stelle gesagt habe, wo ich da in Kellerprimar vorgestellt habe, der erzählt hat von seiner Kindheit, wie er mit dem Opa immer mitgegangen ist, schon zum Totengraben.
Das habe ich jetzt deswegen an der Stelle gesagt, weil wir da jetzt geneigt werden, sofort zu sagen, naja, schau her, bei dem Kellerprimar sehen wir ja ganz genau, das ist Erziehung. Das ist Erziehung, das lernen die Kinder von den Alten. Schau, wenn die Kinder ganz natürlich aufwachsen mit dem Thema, haben sie eh kein Problem. Wir sagen immer gern, ne? Die Kinder haben mit dem Thema Tod ja sowieso kein Thema, ne? Das sind wir Alten, was sie täschen. Ne? Aber ne, beim Kellerprimar werden wir sagen, schau, der ist da mein Opa und so weiter. Ne? Und der Fiang, mit dem im Keller, habe ich ihn auch mal gefragt, den Kellerprimar, sage ich, du, wie geht's denn dir da mit dem Empfinden des Unheimlichen, des Grusels? Und so? Weil ich das als Bestatter auch gekannt habe. Mir ist aufgefallen in der Bestattung zum Beispiel, dass in manchen Nächten, ne, wenn ich gewusst habe, ich bin allein in der Bestattung, das hat es oft gegeben, wenn wir Bereitschaftsdienst gehabt haben, sind wir ja daheim gewesen, die Polizei hat irgendwie ruft uns an, dass wir kommen sollen, wir nachholen. Dann sind wir gemeint, ne, jeder ist dann von daheim in Bestattung gefahren und da war es halt oft, dass ich der Erste war. Und wenn ich gewusst habe, ich bin allein in der Bestattung, habe ich bemerkt, dass ich mich manchmal nicht alleine durch den Kühlraum getraut habe. Und in manchen Nächten war es mir wurscht. Also da habe ich offenbar, also da habe ich mir auch bemerkt, dass natürlich offenbar auch in mir irgendwo die Idee wohnt, dass von den Verstorbenen Gefahr ausgehen könnte. Und diese Idee kann in mir scheinbar manchmal so gut schlafen, dass ich mir denke, okay, durch den Kühlraum, was soll denn sein? Aber in manchen Nächten hat diese Idee die Neigung gehabt, ein bisschen wach zu werden. Ne? Da habe ich gedacht, ich muss nicht durch den Kühlraum, ich kann beim Haupteingang auch reingehen. Ne? Das habe ich in Kölner Primar gefragt. Dann hat er gesagt, ja, ich sage das ehrlich. Das sagt er mir nur unter vier Augen. Das darf ich nicht erzählen. Also ich darf nicht erzählen, wer er war. Das darf deswegen keiner wissen, was er mir da erzählt hat, weil dann wäre dieser wilde Hund-Status sofort gefährdet und das geht in dem Beruf nicht. Ne? Da müssen alle glauben, so ganz ein wilder Hund, dann macht das nichts. Ne? Von dem müssen alle ausgehen. Und dann hat er mir erzählt, sagt er, er hat ein paar Kühlfächer in seiner Pathologie, wo er die Verstorbenen einkühlen kann. Und das kennt sehr, das waren nicht so Fächer, wie man es kennt vom Tatort, die so aus der Wand rausfahren. Und er hat gesagt, jetzt kann es aber öfter sein, dass er mehr Verstorbene da hat, als wie was er einkühlen kann. Und dann hat er gemeint, lass du halt die Verstorbenen, die er zu viel hat, auf die Nierosterwagel hinten im Obduktionsraum, wo er arbeitet in dem Raum, lass das halt da hinten liegen. Und dann hat er gesagt, ich sage das aber ganz ehrlich, ne? Wenn da hinten 3-4 liegen und ich arbeite da an einen und da hinten liegen nur 3-4, na, ich schaue ein wenig um, hat er gesagt. Ja. Hat er so lieb gesagt, können eh nichts mehr tun, aber wer weiß. Ne? Das ist interessant, ne? Das ist hochinteressant. Und da gibt es noch mehr so Ideen, auch gerade in unserer Kultur, dass sogar körperlich Gefahr ausgehen könnte, Idee Leichengift und so weiter. Ne? Die Medizin sagt ganz klar, es gibt kein Leichengift und so weiter, ne? Aber es ist ganz stark da, ne? Und so weiter. Also selbst körperlich kann schon Gefahr ausgehen. Aber wenn wir das zusammenschauen, ne, was wir da jetzt so ein bisschen gehört haben, ne, vielleicht die Pflegekraft, die sagt, ich habe Angst, dass der vielleicht hergreift. Der Kellerprimar, der sich da ein wenig umdrehen muss, wenn da hinten nur 3-4 liegen. Ich, der in manchen Nächten auch nicht alleine durch den Kühlraum gehen will. Oder wenn man sich vorstellt, nochmal um 3 in der Nacht fahren wir alleine mit einer Verstorbenen in Pathologie runter. Offenbar tut sich da in uns ja die Fantasie oder die Angst auf, dass uns die Verstorbenen vielleicht irgendwie mitnehmen könnten in einer jetzt neuen Existenz. Diese Idee, und ich stirb auch, diese Idee des Wiedergängers, des Nachzehrers, dass der Verstorbene vielleicht nur nachzahlen kommt mit in seine Existenz, diese Idee findet man in ganz vielen Kulturen, Epochen und Zeitaltern. Wir finden in diesen ganz vielen Epochen und Zeitaltern auch um den Toten, und vor allem um diese Zeit vom Todeseintritt bis zur Bestattung auch ganz viele Rituale. Und diese Rituale haben oft auch neben religiösen, spirituellen und so weiter und trauerpsychologischen Sinn, auch den Sinn, diese Rituale, um den Verstorbenen nicht zu erzürnen, um da keine Gefahr auf sich zu ziehen und um vor allem möglichst schnell und richtig zwischen der Welt der Lebenden und der Toten eine Ordnung herzustellen. Die Welt der Lebenden und der Toten darf sie nicht zu lang vermischen. Da haben wir ein gutes Gefühl dafür. Werdet ihr jetzt Pflegekräfte aus weiß nicht, wie viel sagen wir, 30 Leute oder was, aus 30, 40 Altenheimen in Tirol? Gibt es so viel überhaupt? Ja, schon. Das ist ja wurscht. Aus 30, 40 verschiedene Altenheime. Von jedem Altenheim ist eine Vertreterin da. Und ich würde euch fragen, ob es bei euch im Altenheim ein Ritual gibt, das ihr macht, wenn eine verstorbene Bewohnerin im Zimmer liegt. Dann würden über 95% von euch sagen, ja, wir haben in unserem Altenheim ein Ritual, das wir machen. Wir machen in dem Zimmer, wo die Verstorbene liegt, das Fenster auf. Das ist ein uraltes Ritual aus dem Volksglauben in unseren Breiten, ne, mit der Idee,
dass man in dem Zimmer das Fenster aufmacht, mit der Idee dahinter, dass die Seele raus kann. Ja, im Volksglauben die Idee. Ja, da sehen wir schon, erste Distanzierungsmaßnahme. Ja, die Seele kann schon mal raus, ich muss ja nicht da bleiben. Ja, ich soll dort hin, wo sie jetzt hin muss, ja, ich muss ja nicht da oben sein. Schon so ein erster Akt der Ordnung. Und dann wird auch der tote Körper aus dem Bereich der Lebenden hinaus expeditiert und kommt dort hin, wo jetzt hingehört, ne, am Friedhof. Und dann können wir feststellen, ist auch trauerpsychologisch eine Ordnung hergestellt. Wie im März 2020 die Pandemie so zugeschlagen hat, dann habt ihr mitgekriegt, dass, also das habt ihr mitgekriegt, ja, habt ihr das mitgekriegt? Denn in Tirol war das oft nicht so sicher, aber, habt ihr mitgekriegt, das passt halt. Nein, aber dann habt ihr mitgekriegt, dass die Teilnehmerinnen, die Zahl der Trauergäste bei den Beerdigungen so reduziert war. Da haben oft einmal nur 5 Leute teilnehmen dürfen. Und da haben manche Bestatterfreunde die Idee gehabt, dass zu den Angehörigen gesagt haben, ja, ihr wollt sehen, dass wir Thomas verbrennen lassen. Wir könnten ja so machen, dass wir dann die Urne, die Asche, hebe bei mir in der Bestattung auf und warten wir halt vielleicht ein paar Wochen oder die Zeit ein wenig an. Vielleicht werden dann die Maßnahmen ein wenig lockerer und dann könnte man mit der Urne eine größere Trauerfeier machen. Und da haben dann manche Angehörige gesagt, ja, ist eine gute Idee, machen wir das so. Und dann haben einige Bestatterfreunde gesagt, dass bei einigen Angehörigen aber nicht lang gedauert hat, vielleicht 2-3 Wochen, sie in der Bestattung angerufen haben und gesagt haben, du setz mir da mal bei, weil irgendwas passt nicht. Nein, auch trauerpsychologisch passt was nicht. Ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann, es entsteht ein wenig ein Vakuum. Auch die Vorstellung, nicht da steht jetzt da in der Urne irgendwo beim Bestatter im Köln in einem Regal um herum, das passt nicht. Ne? Und es gibt keinen Ort. Ne? Da belässt man das in so einer Zwischenwelt. Da ist keine Ordnung hergestellt. Meine Oma hätte das so ausgedrückt, was da gemeint ist, was wir da empfinden. Meine Oma hätte gesagt, die Tode findet auch keine Ruhe. Das ist gemeint. Man belässt es in so einer Zwischenwelt, man stellt keine Ordnung her. Und weil ich jetzt meine Oma ins Spiel gebracht habe, wenn ich sage, meine Oma, da und das Thema, was wir da jetzt so ein bisschen anschneiden, ne, sagen wir ja gleich, naja, was der Brian da redet, ne, mit Angst und Unsicherheit und Leichen, ist so ein Blödsinn. Ne, das ist vielleicht heute so. Das ist heute so. Weißt du wieso? Weil es heute keinen Umgang mehr haben. Früher war das ja ganz natürlich. Weißt du, früher war der Umgang mit dem Tod und Trauer. Und die Toten waren früher daheim aufgebaut. Das war so ein ganz schöner Umgang früher. Bei meiner Oma in der Region war es der Brauch, wenn da der Verstorbene daheim aufgebaut war in diesen Tagen, wie es üblich war daheim. Und man hat ihn dann weggebracht aus dem Trauerhaus. Dann hat man nachher Lattenrost, Matratzen, die halbe Bettstatt, wo der gelegen ist, verbrennt. Hochinteressant. Ne? Wir sind, ne, wenn das so natürlich ist, bellt das wieder aus, lebt mich wieder ein. Nein, nein. Es finden hunderte Omas, es finden tausende Omas, gerade in eurem Tiroler Land, gerade in den Landregionen, finden tausende Omas, die euch Folgendes bestätigen werden. Eine Schwangere hat einen Toten damals nicht einmal anschauen, geschweige denn angreifen dürfen, tut das was mit dem Kind. Von wegen so natürlich. Diese Idee, dass von dem Verstorbenen, gerade in dieser Zeit, vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung, das war immer schon eine hagliche Zeit, die sogenannte Schleusenzeit, so das prekäre Zwischenstadion. Da ist der Verstorbene zwar tot, aber immer irgendwie auch noch da. Und der kennt trotz Trauer, Schmerz, Ruhe, Stille, Friede, was das auch haben kann, vielleicht aber auch ungut werden. Und der Volksglauben, unser Volksglauben, war voll von solchen Vorstellungen und Ritualen. Ja, meine Oma, da konnte ich euch Bände erzählen und das findet ihr in Tirol, wie gesagt, einen Haufen solcher Dinge genauso. Da kennt ihr einen Haufen solcher Sachen. Ne? Der Volksglauben war voll und angefüllt von Abwehr und Schutzritualen dem Tod gegenüber. Da hat es gar keinen Verstorbenen gebraucht. Der Alltag war angefüllt von solchen Dingen. Da kennt ihr vielleicht nur einiges. Ne? So von Samstag auf Sonntag darf kein Grab offen sein, sonst stirbt wer. In die Rauhnächte darf kein Wäsch hängen, sonst stirbt wer. Wenn der Totenvogel schreit, stirbt wer. Mir hat neulich eine Frau erzählt, bei ihr in der Gemeinde heißt es, wenn am Sonntag während der Kirche, also während der Messe, wenn während der Wandlung die Uhrzeitglocken vom Kirchenturm dreinschlagt, stirbt wer. Du würdest es in einem Leben nicht schaffen, alleine nur in Tirol, all diese Dinge einzusammeln, die da gerade Oma und Opa noch kennen und von früher und heute gingen vielleicht auch noch ein bisschen kennen, das würdest du in einem Leben nicht schaffen, weil du nicht fertig wirst, weil du alle 10 Kilometer wieder 5 andere Geschichten findest. Also von wegen so natürlich, ne? Gerade im Volksglauben war das stark da. Ne? Heute ist es nicht mehr so stark da. Heute haben wir, ja, so das Rauhnacht-Wäsch-Thema kennt man noch ein wenig und so weiter. Vielleicht ist dann manche sogar, ne? Manche sagen, ja, nein, so dumm habe ich gesagt früher, aber ich muss ja am 25. nicht waschen, man muss nicht rausfordern quasi, ne? Man muss es ja dann nicht probieren. Ne? Man ist eher Blödsinn, sagt man, aber nein, am 25.
Da hat mir mal so lieber Pflegekraft erzählt, ne, wie sie die Ausbildung gemacht hat, hat sie dann in Linz gewohnt. Und auf Weihnachten hat Tom mich angerufen in der Zeit, ne, und hat gesagt, du hast nicht keinen Wischhänger. Ne? Und hat gesagt, nein, das ist ein Blödsinn. Ne? Freilich habe ich einen Wischhänger gehabt, ne, das ist ein Blödsinn. Und dann hat sie Kinder gekriegt, jetzt tut sie es auch nicht mehr. Ne, weil wir bemerken bei dem Thema, wenn unsere tieferen Seelenschichten dabei sind, fernab der Rationalität, das merkt man daran, dass man bei so Dingen sagen, ja, wer weiß, vielleicht doch. Ne? Man muss sie nicht rausfordern. Und das, was man da verletzen könnte, ne, da könnte eine Gefahr auf uns zukommen oder eine Strafe aus einer ganz einer übernatürlichen Welt raus, wo du mit irdischen Mitteln nichts mehr ausrichten kannst. Meine Oma hätte es auch schön benannt, nämlich mit der Überschrift, versündig dich nicht. Ja, wenn du mit was versündigen kannst. Ja, das ist gemeint, die Dimension meinen wir eigentlich da. Aber wir konzentrieren uns am Leichnam, aber wir können uns mit vielen Dingen versündigen. Ja. Ich weiß noch genau, ich war so 12, 13 Jahre alt und meine Schwester war schon älter ein bisschen, die war halt 15, 16, jugendlich und hat schon einen Freund gehabt. Und wir waren Mitternacht in der Mitte, Weihnachten. Alle miteinander, da oben, alle miteinander. Und dieser Freund von meiner Schwester war auch mit und der war da um Mitternacht, Weihnachten schon ein bisschen erleuchtet vom Weihnachtsbock. Ne, der hat schon ein bisschen Klingelingeling gemacht bei dem. Und der Tod, der in dieser Mitternachtsmitte, fängt der Backel Mannerwaffel aus und frisst es da in der Mitternachtsmitte. Ne? Für meine Oma war klar, Hölle, Teufel, ne? Aus ist, ne? So versündigen, ne? Der wird bei lebendigem Leib, wird der da fallen, was der Teufel weiß. Ne? Ne? Das ist gemeint. Ne? Dom ist schon gestorben, der Schwager lebt noch. Ne? Aber das ist gemeint, ne? Dieses Versündigte nicht. Und das haben wir beim toten Körper, sehen wir das da auch ein bisschen. Ne? Da berühren wir Ebenen in uns scheinbar, ne? Wo wir so die Vorstellung haben, wie ich am Anfang gesagt habe, ne, es könnte, es hätte dieser tote Körper eine Verbindung oder tat sich da was auf, ne, von einer natürlichen, einer übernatürlichen Welt und könnte sich bei dem nicht richtig verhalten, ne, da aus dieser übernatürlichen Welt was rauszukommen. Natürlich sind viele dieser Rituale heute ein wenig weg von früher, so stark ist es nicht mehr da. Wie gesagt, das Rauhnacht-Wäsch kommen nur ein wenig. Aber ich glaube nicht, dass diese Rituale und Geschichten, die es da auch in Tirol, wie gesagt, zu Tausenden finden können, könntet verschiedene Dinge, dass das heute weg ist, weil wir heute so rational aufgeklärt werden, das glaube ich gar nicht. Sondern ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass wir heute viel stärker als die Menschen jemals zuvor in der Geschichte vermutlich von diesem Wirklichkeitsdruck des Todes befreit sind. Wir müssen sich vorstellen, die ganze Menschheit bis zu unseren, na, sagen wir so zwei, drei Generationen vor unseren Großeltern oder so irgendwie, die ganze Menschheit bis dorthin ist viel wuchtiger, viel massiver und viel unmittelbarer mit dem Tod konfrontiert worden. Es ist jung gestorben worden, es ist viel gestorben worden und es ist immer sichtbar gestorben worden. Es ist daheim gestorben worden, es ist unter Uli gestorben worden. Nicht, wenn da der Mann daheim zusammenbricht oder von Uli zusammenbricht, da ist kein Rettungsauto gekommen, Notärztin und Krankenhaus und so weiter. Oder wenn das Kind tot in der Früh im Bett liegt, plötzlich ein Kindstod, ist keine Bestatterin gekommen und hat die Geschichte übernommen. Es war immer den Menschen überlassen, das direkt und unmittelbar zu handeln und man war viel unmittelbarer damit betroffen. Ne? Und, ne, und heute, ne, heute können wir beobachten, heute ist das natürlich alles ganz anders. Ne? Heute haben wir, ne, einen Rettungsdienst, heute haben wir Bestatterin und würden wir ab morgen anfangen, dass wir ab morgen alle Bestatterinnen ein Jahr lang auf Urlaub schicken und ab morgen fangen alle Krankenhäuser und Altenheime an, dass die Angehörigen da anrufen, daheim anrufen und sagen, sie, ihr Opa ist gerade gestorben, wir bringen ihn dann heim, schauen Sie, wie es weitergeht. Dann hätten wir übermorgen behauptet, wieder viele dieser Rituale und Verhaltensweisen, weil ich behaupte nicht, dass bei den Menschen, selbst bei den Hinterbliebenen, trotz Trauer und Schmerz, durch diesen Einbruch des körpergewordenen Todes, da unter einer, viele dieser tieferen Seelenschichten auch wieder ein wenig wachgerüttelt werden würden und so das Bedürfnis nach Abgrenzen, nach Herstellen einer Ordnung und so weiter, das wieder viel stärker da war. Na, aber wie gesagt, früher war das stärker, heute haben wir es nicht so und ich glaube, das hat damit zu tun, ne, weil wir heute das ausgelagert haben, ne, verdienstleistet haben, gestorben mit dem Krankenhaus im Altenheim und wenn nicht, macht es auch nichts, dann kommt die Bestatterin und übernimmt die Gaudi. Ne? Also das ist heute eher so. Obwohl, ganz weg sind diese Geschichten eh nicht, dass die Verstorbenen, ne, dass da Gefahr ausgehen könnte und wie wir erst gesagt haben, steckt ja die Idee dahinter, ne, wenn der Tod sichtbar unter uns einbricht, dass das für den Rest der Lebenden gefährlich werden könnte. Diese Idee ist nach wie vor stark da. Du findest so gut wie keine Gemeinde bis 2.000, 3.000 Einwohnerinnen. Du findest so gut wie kein Altenheim. Du findest so gut wie keine Krankenhausabteilung, wo viel gestorben wird, wo nicht Folgendes wie ein Naturgesetz vor sich hergetragen wird
Wenn einer stirbt, zwei noch. Ube drei. Ne? Da kannst du narrisch werden, oder? Bestimmt, oder? In so einer kleinen Gemeinschaft, oder? In jedem kleinen Gemeinschaft. Wie einer stirbt, zwei noch. Da ein Graber, was schaffe ich gar nicht, weil er sagt, geht gleich noch mit dahin, zweimal. Ne? Das kennt man, oder? Das kennt man. Einer stirbt, zwei noch. Da wird kein Blick daran festgehalten. Ich hab das natürlich alles angeschaut, schon. Ich habe schon von ganz vielen Gemeinden und Altenheimen das ausdrucken lassen. Man muss sich sowieso die letzten 15 Jahre anschauen. Es verteilt sich alles recht fest. Aber da wird hartnäckig darauf festgehalten, ich habe das einmal in einem Altenheim jetzt gesagt, dann sind die in der Pause gleich in die Verwaltung gegangen und haben sich das ausdrucken lassen vor den letzten paar Monaten. Und dann ist die gekommen, die Pflegekraft, und hat gesagt, da schau im Februar. Ich sage, das sind ja sechs. Ja, sind auch zweimal drei, hat es gesagt. Ne? Ja, sage ich, gut, dann gebe ich mich geschlagen. Ganz lieb war einmal eine Klosterschwester, eine geistliche Schwester, die einmal da im Seminar dabei war. Die hat an dieser Stelle, wie wir das geredet haben, gesagt, nein, da kannst du sagen, was du willst. Aber bei uns im Orden ist es so, wenn eine stirbt, zwei noch. Das kann ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, hat sie gesagt. Na gut, dann gebe ich mich geschlagen. Ich sage an der Stelle schon immer, wenn ihr was findet, in einem Altenheim, in einer Gemeinde, ne? Folgendes, 7. Mai, 11. Mai, 13. Mai, 6. Juni, 9. Juni, 17. Juni und so weiter. Ihr wisst, was ich meine? Dann mir schicken, aber ich kriege nichts. Aber für mich gehört das, eine stirbt zwar noch in dieselbe Kategorie wie Rauhnachtwisch, wie Totenvogel und all die tausenden Dinge, die man da auch in Tirol finden könnten. Das gehört für mich alles in dieselbe Kategorie. Es geht dabei offenbar um das in uns tief sitzende Grundbedürfnis, in diese Unverfügbarkeit des Todes, dem wir in Wahrheit völlig hilflos ausgeliefert sind. Wir können nur so viel Technik und Wissenschaft betreiben, das wird letztlich eintreten. Um in diese Unverfügbarkeit des Todes eine Verfügbarkeit hineinzubekommen, beziehungsweise um in dieses Chaos der Natur Ordnung hineinzubringen. Ich kann ja aufpassen, dass in die Rauhnächte kein Wäsch schenkt und ich kann den depperten Totenvogel verjagen. Und wenn ich weiß, wenn eine stirbt, werden zwei nachsterben und wenn drei gestorben sind, ist wieder mal Ruhe und ich bin draus. Dann hat die Geschichte eine Ordnung und wir sind nicht blind wütend diesem Chaos und dieser Natur ausgeliefert. Das ist ein Grundbedürfnis jeder menschlichen Gruppierung auf der Welt immer schon scheinbar gewesen, in diese Natur vor allem und in diesen Tod eine Verfügbarkeit hineinzubekommen. Ob das vor 5000 Jahren bei einem Naturvolk irgendein schamanistisches Ritual war, ist halt heute ein Laborbefund, ein Röntgenbild. Es geht immer um dasselbe Prinzip. Ne? Was haben wir da? Corona, gutes Beispiel, die Jahre. Ne? Mit Händen und Füßen haben wir sie dagegen gestemmt. Haben wir nicht gesagt, Virus, alles, auch was Natürliches, ne? Lasst es rein und so. Haben wir nicht da. Ne? Zuzel auf, Impfung, eine, zack. Mit Händen und Füßen dagegen gestemmt. Ne? Das ist ein Grundbedürfnis immer schon gewesen. Und das drückt sich da ganz gut aus. Ne? Das können wir da ganz gut beobachten. Und jetzt werdet ihr sagen, mein Gott, na, was redet der da und Ruhe und unheimlich und Gruseln und Leichengift und solche Sachen und Angst vor den Toten, so ein Blödsinn, ne? Werden manche herinsitzen, die vielleicht beruflich oder privat viel Begegnung haben oder zu tun gehabt haben, und werden sagen, das kenne ich ja gar nicht, ne? Das erlebe ich ja gar nicht. Zu mir sagen Pflegekräfte im Altenheim, wenn ich in einen Raum hineingehe, wo ein Verstorbener liegt, ist das für mich Ruhe, Stille, Friede, ganz was Besonderes. Sogar ganz was Besonderes Licht oft im Raum oder eine transzendente Erfahrung. Oder die Frau sagt, ich war dabei, wie der Mann gestorben ist. Ich habe ihm die Hand noch gehalten, wie er den letzten Atemzug da hat. Und freilich war ich traurig, aber es war ganz was Stimmiges, ne? Ganz was Schönes auch irgendwie. Ne? Das erleben auch viele Leute. Und das ist das, was ich spürbar machen will. Wir können feststellen, dass wir dem toten Körper gegenüber ganz besonders, aber alles, was mit dem Tod zu tun hat, beobachten können. Und beim toten Körper spitzt es sich zu, eine starke Ambivalenz. Vor allem den toten Körper können wir erleben, dass wir ganz starke, ambivalente Empfindungen beobachten können, sei es in einer Person oder überhaupt in den Kulturen und Gesellschaften. Nein, mit Ambivalenz ist gemeint, gerade beim toten Körper gegenüber, dass wir einer Sache gegenüber sich widersprechende Empfindungen haben können. Beim toten Körper, ne, können wir beobachten, Ruhe, Stille, Friede, heilig, geweiht, das Gefühl kann sofort da sein, aber auch unrein gefährlich. Ne? Wenn da zwei Pflegekräfte in einem Altenheim, eine verstorbene Altenheimbewohnerin, die gestorben ist, ne? Klar, wenn es verstorben ist, ne? Aber ich sage, der verstorbene Altenheimbewohner, die gestorben ist, ne? Vielleicht Anziehung schön herrichten, wie sie es oft machen. Ne? Und wenn die auf Zeiten tragen, vielleicht aus irgendeinem Grund, und die macht beim auf Zeiten tragen nur einen Räusperer, weil die Luft entweicht, dann rennen die durch die zuerte die aus, weil sie so reißt, ja? Wahrscheinlich. Ne? Also da kann schnell das andere im Vordergrund stehen. Überhaupt kann man beobachten, ne, bei Berufskräften, mit denen Seminare macht, ne, mal kann man es so erleben, mal so, wer ist gestorben, wie ist er gestorben, bin ich allein, ist Tag, Nacht, wie geht es mir gerade, mal kann man es so erleben, Ruhe, Stille, Friede, mal Angst, Unrein, gefährlich, so diese Dinge. Ne.
Also dieses Ambivalente ist das Besondere, was ich spürbar machen wollte aus einem bestimmten Grund. Ne, Ambivalenz vielleicht, falls der Begriff wer nicht kennt oder nichts anfangen kann. Ambivalenz kann man am leichtern so erklären, Leute, die lang verheiratet sind, wissen, was Ambivalenz ist. Ne? Wissen das genau. Ne? Sagen die Frauen oft, ich mag ihn eher, wir konnten da schlagen auch. Ne? Das ist Ambivalenz, ne? wenn man einer Sache gegenüber oder einem Menschen gegenüber, ne, sich widersprechende Empfindungen haben kann und den toten Körper können es besonders beobachten, aber den Tod gegenüber. Ne? Oder auch Leute, die diesen Beruf machen. Ne? Zum Beispiel als Bestatter, wenn man den Beruf macht, kann man erleben, dass die Menschen auf diesen Beruf ganz ambivalent reagieren. Ne? Du kannst als Bestatter erleben, dass dir vielleicht manche Leute die Hand nicht geben zur Begrüßung, das hat es auch gegeben. Ne? Es hat Altenheime gegeben. Wenn wir da hinkommen sind, eine verstorbene Bewohnerin anholen, hat es sein können, dass uns manche Pflegekräfte zur Begrüßung die Hand nicht gegeben haben und nicht aus Spaß, sondern aus Ernst, na sicher nicht, was sie uns angreift den ganzen Tag. Und das war noch harmlos, was uns passiert ist. Nebenbei bemerkt, nicht nur nebenbei ausgeführt, das habe ich in meiner Arbeit da gut ausarbeiten können, dass die Idee, wie wir gerade gesagt haben, dass von den Toten Gefahr ausgehen könnte, diese Gefahr kann sich schnell auf die Leute übertragen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als wie mit Verstorbenen umgehen. Ja? Kann man gut beobachten. Aber im Sinne der Ambivalenz kann man erleben, dass uns Leute die Hand nicht gegeben haben vielleicht und die andere Seite der Ambivalenz, das Gegenteilige sozusagen, was man auch erleben kann, wenn Leute wissen, dass man diesen Beruf macht, kann das auch eine irrsinnige Anziehung haben. Eine Faszination, dass die Leute sagen, du, das wollte ich schon wissen, wie ist denn das eigentlich und so. Das ist so ambivalent. Leute, die auf der Palliativstation oder bei der Hospiz sind, können das auch gut beobachten, dass die Menschen auf sie ambivalent reagieren. Zuerst ein wenig, ach so, bei Hospiz, Palliativ, da sterben wir und dann, du und wie ist das und so. Das hat also, Nein, es ist nicht neutral, es hat einen Bedeutungsüberschuss. Wenn da ein paar Berufskräfte sitzen, eine Friseurin, eine Bäckerin, Mechanikerin, passt, Malerin, passt, Bestatterin, da bleiben wir hängen. Das ist nicht nur ein Beruf, da ist viel mehr, das macht mit uns was. Oder wenn da steht ein weißer Skoda, ein gelber Opel, ein schwarzer Golf und also ein Leichenbau. Ne? Das ist nicht nur ein Mercedes-Kombi, das ist viel mehr. Das macht in uns was auf. Da tut sich Ambivalenz auf, es hat einen Bedeutungsüberschuss. Ne? Da bleiben wir hängen. Ne? Das ist gemeint. Ne? Also da tut sich in uns was auf, da wird in uns scheinbar sehr was Tiefes berührt, was wir so gar nicht gescheit benennen können, ne? Aber da macht sich was auf in uns. Ne? Genauso wie was wir nicht gescheit benennen können, wenn wir um 3 in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen in Pathologie runterfahren sollen. Ne? Das können wir nicht gescheit benennen, aber es macht ein anderes Gefühl. Da tut sich in tiefster Schicht, fängt da irgendwas zum Rumoren an. Ne? Und diese Ambivalenz wird die spürbar machen. Und diese Ambivalenz kann man überall zum Beispiel wird ganz gern auch hergegangen, und gesagt oft, ne, dass man sagt, ne, aber schau, früher war es so natürlich, und da sagt man oft, das war deswegen so, früher war es so schön im Umgang mit den Toten, weil es früher auch so schöne Rituale gegeben haben, sagen oft Leute. Ne, früher hat es so schöne Rituale gegeben, die gibt es ja heute nicht mehr. Ne. Und diese Rituale, die es damals gegeben haben um den Toten herum, die waren meistens hoch ambivalent oder haben diese Ambivalenz stark bedient oder ausgedrückt. Ne, es gibt ein Ritual, nehmen wir eins her als Fallbeispiel. Es gibt ein Ritual, das musst du heute als Bestatter noch wissen oder Bestatterin, gerade wenn du in Landregionen arbeitest, dass wenn man eine Verstorbene, die daheim gestorben ist, wenn man die da anholt, dass man ja aufpasst, dass man die ja mit den Füßen voraus aus dem Trauerhaus rausgetragt. Ich weiß nicht, ob das auch kennst in der Ruhe. Man muss den Toten meistens in vielen Regionen muss man mit den Verstorbenen mit den Füßen voraus rausgetragen. Daher kommt die Aussage, das kennst du, daher kommt diese saloppe Aussage, wo man oft sagt, na dann müssen sie auch mal mit den Füßen voraus aus seiner Werkstatt raustragen oder so. Ne? Oder von der Bergrettung, ne? Da müssen sie auch mal, früher geht er nicht, ne? Bevor er nicht gestorben ist. Ne? Mit den Füßen voraus. Ne? Und das ist ein interessantes Ritual, ne? Da drückt sich wunderbar die Ambivalenz aus, ne? Bei diesem Ritual mit den Füßen voraus rausgetragen, ne? Weil das ist der geliebte Opa, die geliebte Oma, die da gestorben ist und da ist primär Trauer und Schmerz in mir. Aber sie müssen dem schauen, mit den Füßen voraus rausgetragen, weil da bleiben sollte auch nichts. Ne? Es sollte schon alles rausgehen. Ne? Also der Opa sollte schon ganz rausgehen. Ne? Irgendwas sollte nicht da bleiben. Und wenn der Opa dann beerdigt ist, dann ist er mal hilfreicher Ahne, ich rede mit ihm und es passt alles. Aber in dieser Zwischenzeit, vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung, könnte selbst der liebe Opa gefährlich werden. Ne? Irgendwie braucht es so Rituale und so weiter, um das ein bisschen zu besänftigen. Das können wir gut beobachten. Meine Oma ist Vertreterin dieser guten alten Zeit, wo früher alles so natürlich war. Ne? Ich kann mich genau erinnern, mein Opa, wie er gestorben ist, da war ich 4 Jahre alt. Und ich kann mich da noch ein paar so Fetzen erinnern. Und das war halt auch so, ein Opa da am Aufbauen, was schon herrichten, uns Kinder dazu, wie man sagt, alles ganz natürlich.
Aber ne, das ist die eine Seite gewesen von der Oma, im Sinne der Ambivalenz. Das eine alles ganz normal und umgehen, die Kinder dazu in Opa daheim aufbauen, das war das eine. Aber ne, in Opa unbedingt mit den Füßen voraus rausgetragen aus dem Haus, nachher die halbe Bettstadt verbrennt und die Tante war schwanger, die hat nicht rein dürfen zu einem Opa. Ne. Das ist interessant, diese Ambivalenz. Und das habe ich auch in meinen Seminaren mit den Berufsgruppen, die immer wieder mit Verstorbenen umgehen müssen und so weiter, oder auch in meiner Forschungsarbeit, ganz viele dieser Berufsgruppen weisen, wenn man genau mit einer Rede mal erwähnt oder wenn sie es ein wenig öffnen, so Ambivalenzen oft auf. Mir hat eine junge Bestatterin, ein Traum von einer Bestatterin, also wenn es nur solche Bestatterinnen gab, das war ein Segen für die Hinterbliebenen, und die war in dritter Generation Bestatterin, und die hat mir da, die ist mir mit dem Opa schon mitgefahren, Verstorbene anholen. Und die hat mir anvertraut in unserem Gespräch, diese Geschichte kennt nur ihr Mann und ihre Eltern und ein paar Freundinnen, aber sie hat mir anvertraut, sie muss immer, wenn sie einen Verstorbenen angreift, muss sie immer zwei Paar Handschuhe anziehen. Sie braucht sozusagen mehr dazwischen, mehr Distanz oder Abstand, sie kann es nicht genau beschreiben, warum. Aber das ist auf der anderen Seite eine Bestatterin, die Dinge macht mit den Leuten, die du nicht glaubst. So etwas musst du suchen. Auch mit dem Verstorbenen, wie ich da mit ihr geredet habe in diesen Tagen, hat es gerade eine Familie betreut, wo das 10-jährige Kind bei einem Unfall gestorben ist. Und da hat sie einem angeboten, sie kann das Kind einmal nur einen Tag heimführen und so weiter. Ne? Einerseits das, auf der anderen Seite aber gibt es das. Ne? Diese schöne Ambivalenz. Und die habe ich beobachten können, dass das scheinbar ganz normal ist, diese Ambivalenz aufzuweisen. Ne? Dass das alles sein kann, dass man da ganz normal funktioniert. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wer jetzt die. Ne? Der wollen wir aber heute nicht zu viel nachgehen, weil sonst haue ich euch das Wochenende komplett zusammen. Reicht das schon fast. Ja? Aber ne? Jetzt könnte man fragen, woher kommt denn das? Wieso ist denn das so? Woher diese ambivalente, starke ambivalente Empfindung den toten Körper gegenüber? Vor allem, woher diese Vorstellung, dass von den Toten für uns Lebende Gefahr ausgehen könnte? Ne? Dass man der, wie wir gesagt haben, mitnehmen könnte. Einer stirbt zwar noch oder Leichengift und all diese Dinge. Ne? Woher diese Idee? Und nur kurz meine Überlegung, die muss nicht stimmen. Was ich jetzt sage, muss überhaupt nicht stimmen. Das ist halt nur das, was mich zusammenspinnt die letzten Jahre. Aber wir haben heute schon gesagt, der Mensch dürfte das einzige Viech oder Tier auf der Welt sein, das so intensiv um seinen eigenen Tod weiß. Und nur mal kurz zurück zum Leichnam. Ne, alles, was wir da ein bisschen spürbar gemacht haben und wo man sich vielleicht auch selber denken, ja, um 3 in der Nacht möchte ich auch nicht alleine runtergehen, Pathologie mit einem Verstorbenen, und dass man sagt, naja, da kann man sich auch ein wenig vorstellen, das Unheimliche, das Gruseln und weiß ich nicht. Ne, und all das, was wir da ein bisschen spürbar gemacht haben, geht ja nicht objektiv vom Leichnam aus, da ist ja nichts, sondern das Projizieren, das legen wir scheinbar hinein, also das sind wir. Also da dürfte sich offenbar unser ganzes Grauen, unser ganzes Entsetzen und letztlich unsere ganze Todesangst, die in uns wohnt, in diesen toten Körper hineinergießen. Wir dürfen das da hineinprojizieren, das kommt aus diese Empfindungen vielleicht auf uns zurück, nein, einerseits unrein gefährlich, Gefahr, Angst, aber Ruhe, Stille, Friede, ne, so die Wünsche in uns auch, dass doch nachher was ist und das was weitergeht, und das spüren wir sogar, ne, möglicherweise, ich weiß es nicht. Ne. Aber es könnte sein, dass wir da vieles hineinprojizieren, und in uns wohnt viel mehr Todesangst, als was uns bewusst ist. Ne. Das ist uns nicht bewusst. Ne, wir haben sozusagen ganz viele in der Biologie und in der Evolution, auch der Psyche und des Gehirns, ganz viele Schutzmaßnahmen in uns aufgerichtet, um diese in uns viel stärker vorhandene Angst vor dem Tod, die uns im Alltag überhaupt nicht bewusst ist, in Schach zu halten. Ja, da haben wir ganz viele Mechanismen aufgerichtet, aber da will ich euch da jetzt nicht eine Theatern, es schaut sich schon ganz zerstört aus. Aber schaut sich schon ganz betroffen. Aber ne, das wäre eine Möglichkeit, ne, der tote Körper böte uns in diesem Sinne eine Möglichkeit, mehr über uns zu erfahren, was auch unser eigenes Thema mit dem Tod betrifft, ne, dass da eine starke Ambivalenz da ist, dass meistens nicht rational recht haltbar ist, was man so aus sicherer Distanz oft erhört, dass man sagt, der Tod gehört ja zum Leben, ne, das ist ja dann so, ne, sagen wir meistens aus sicherer Distanz, ne, das kennen wir alle, ne, oder vielleicht haben wir es schon erlebt, ne, dass in uns da viel mehr ist, als was uns so bewusst ist, ne, stell dir vor, die geht seit ein paar Wochen nicht gut, irgendwas passt nicht, du hast den Eindruck, dass was nicht hinhaut, und die Ärztin hat vielleicht auch den Eindruck, dass was nicht passt, es müssen Untersuchungen angestellt werden,
und du musst auf Befunde warten. Und in dieser Zeit wird in uns was auftauchen, was normalerweise unter einem guten, dicken Mantel verborgen liegt und das uns gar nicht so zugänglich ist. Ne? Aber wie gesagt, andere Baustelle, ich wollte diese Ambivalenz aus verschiedenen Gründen auszuarbeiten. Einerseits wollte ich das spürbar machen, weil ich alle Berufskräfte, die mit Verstorbenen umgehen müssen, sagen will, alle Empfindungen, die wir dem toten Körper gegenüber haben können, sind völlig normal. Psycho-logisch. Das berührt so tiefe Seelenschichten in uns, wo wir rational wenig Zugang haben. Und da kann scheinbar der rational aufgeklärteste, habe ich mal erlebt, ein Mediziner, ein Pathologen, der das über 35 Jahre gemacht hat, den Beruf, und der hat mir eine spannende Geschichte erzählt. Der hat auch immer gesagt, weißt du schon, ich habe auch gefragt, wie es ihm da geht mit dem unheimlich gruseln Grauen, und er war schon kurz vor der Pension und hat gesagt, naja, er hat lange nicht offen drüber geredet, aber jetzt redet er drüber, weil es ihm eh wurscht ist. Aber er war 25 Jahre schon Pathologe in seiner Pathologie. Und für ihn war klar, na, Tod ist Tod, Leiche ist Leiche, Medizin, Biologie, was soll das sein und so weiter. Und hat vielleicht die Pflegekräfte belächelt, wenn die da oben haben müssen in Pathologie und sie nicht reingetraut haben, hat er sich gedacht, mein Gott, nein, das ist ein Blödsinn. Bis er eines Tages seines Besseren belehrt wurde, hat er gesagt, er ist in sein Kühlraum reingegangen, einen Verstorbenen anholen, weil er ihn rausholen wollte, und die sind so gelegen auf die Niederösterwagen, so nacheinander aufgereiht, da so links und rechts. Und er geht da rein und er geht relativ zügig rein in diesen Raum, wo die ganzen Verstorbenen liegen, und huscht da bei den Leuten vorbei, bei den Verstorbenen, und um da hinten anholen. Und auf einmal hat er gesagt, wie er da drinnen reingeht, auf einmal gespürt er, dass ein leicht an der rechten Schulter ganz leicht was abzieht scheinbar, und der sieht im Augenwinkel, dass sich was bewegt. Er hat gesagt, es hat blitzt in seinem Schädel, er hat einen Schrei ausgestoßen, ja, er hat blärt, bis er 2-3 Sekunden später realisiert hat, was war. Er ist da zügig reingegangen und hat seinen Kittel angehabt, den hat er offen gehabt, und der hat ein bisschen so gewachelt, ja, und da ist ein Verstorbener gelegen. Da haben die Füße ein bisschen über das Wagerl geschaut, und da hat er mit dem Mantel ein wenig eingehängt. Ja, und das hat er da ein bisschen angestraft. Und das hat genügt, dass er sozusagen zack geklappt hat. Ja, wie man in der Nacht, du gehst wo in der Nacht, und es hupft einer mit der Berchtel laufen und Kurven um, so ähnlich. Ne, also da, das ist spannend, dass doch unter der Wahrnehmungsschwelle vegetativ doch ein wenig was hochfährt die ganze Zeit. Ja, dass wir da so ein vegetativ ein wenig in Erregungszustand sind, das ist spannend. Ne? Aber wie gesagt, alle Empfindungen ganz normal, würde ich zu diesen Berufskräften sagen. Diese unguten Empfindungen vielleicht sogar, die sein könnten, neben Ruhe, Stille, Friede, Trauer, Schmerz, können auch vielleicht bei den Angehörigen auftauchen. Ne, selbst Angehörigen können das erleben, ne, da, vielleicht ein wenig Angst oder Unsicherheit. Mir hat einmal ein Mann erzählt, sie haben einen Opa daheim gepflegt, einige Jahre, und dann ist der Opa daheim gestorben. Und dann haben sie gesagt, sie lassen ihn jetzt nicht anholen von der Bestattung, gleich sie lassen ihn über die Nacht nur daheim, dass morgen dann nur mit den anderen Verwandten und mit dem Pfarrer schön, also, dass wir ein wenig vom Haus aus begleiten können, den Opa. Und er hat gesagt, der Mann, er hat in dieser Nacht aber nicht in seinem Zimmer schlafen können, weil das Zimmer vom toten Opa war genau über seinem Zimmer, und er hat das Gefühl gehabt, er liegt genau unter dem toten Opa, das wollte er nicht. Jetzt hat er sich ins Wohnzimmer gelegt, dass er im Wohnzimmer auf der Couch schlafen wird, aber er hat gesagt, im Wohnzimmer auf der Couch hat er auch nicht schlafen können, weil er da was gehört hat. Klopft da wer, geht da wer, ist da was? Mein Opa, den er gern gehabt hat. Und warum er nicht in seinem Zimmer schlafen wollte, ist er dann nur genau rausgerückt mit der Sprache, weil der Opa in den Jahren über ihm liegend, in dem Zimmer, wo sie ihn gepflegt haben, ist in den Jahren zweimal passiert, dass der Opa in der Nacht aus diesem Bett rausgefallen ist und dass er einen Mordschäberer gemacht hat, ne, bei ihm unten im Zimmer, dass er das gehört hat und aufrennen können und den Opa helfen können. Und er hat gesagt, in der Nacht hätte er nicht in dem Zimmer schlafen wollen, weil wenn es da einen Schäberer gemacht hätte, oben war er nicht aufgerannt, er war gestorben vor Angst. Ne? In Opa, den er gern gehabt hat. Interessant, sagen wir, schöne Ambivalenz. Ne? Also das ist ein Beispiel von Tausenden, die ich euch erzählen könnte, selbst bei Hinterbliebenen, ne, wo trotz Trauer und Schmerz auch diese Empfindungen auftauchen könnten. Diese Ambivalenz hat natürlich einen großen Einfluss auf unsere Abschiedskultur. Das ist der Grund, warum umgegangen wird mit den Themen in der jeweiligen Kultur, warum wir Rituale ausgebildet haben, vielleicht auch, die wir haben, oder Vorstellungen oder Bilderwelten, keine Ahnung. Ja? Das ist eine sehr tiefe Geschichte. Aber das ist vielleicht einmal spannend gewesen, und das beeinflusst auch ganz vieles, was mir in meiner Arbeit auch sehr wichtig ist, dass für Hinterbliebene sehr wichtig sein kann, sich nur mal leiblich zu verabschieden. Es kann für Hinterbliebene sehr wichtig sein, den Verstorbenen nur mehr sehen zu können, nur mehr berühren zu können, in diesem Sinne das letztes Mal Abschied nehmen zu können.
Und, nein, und wenn wir da genauer einsteigen, dann würden wir auch sehen, dass diese Ambivalenz auch im Hintergrund immer ein bisschen mitrauscht und da vieles beeinflusst. Das alles, was wir da jetzt geredet haben, ja, das ist viel wirkmächtiger in uns daheim zum Thema, als es, was uns so landläufig bewusst ist. Ne? Und da schauen wir, das nimmt man nicht so genau in den Blick, weil es natürlich da auch um viele eigene Todesängste geht, die da vielleicht entlarvt werden würden oder wir erkennen würden, na, da sitzt in uns doch viel, ja, was sich da ausspielt, was uns aber so im Alltag, Gott sei Dank, nicht immer bewusst ist. Ne? Und eine Herausforderung gerade für die Berufskräfte, wie ich jetzt erklärt habe, auch, ne, diese Ambivalenzen, die sich da auftun können und der Köhlerprimar und die Bestatterin und die Pflegekräfte und so weiter und die Einsatzkräfte. Wir haben auch mal ein Sanitäter, auch dieses schon alleine, dass wir auch körperlich stark die Empfindung haben, als könnte man sich da irgendwie mit diesem Tod salopp formuliert anstecken. Nicht nur Leichengiftidee, sondern überhaupt. Das hat einmal ein Sanitäter so schön erzählt in einem Seminar, ein junger Sanitäter, war 21 Jahre alt, und der hat erzählt, sie haben vor kurzem, vor ein paar Monaten, mit der Notärztin zusammen einen Familienvater reanimiert, der da im Wohnzimmer zusammengebrochen ist. Und sie haben mit der eineinhalb Stunden reanimiert und haben ihm leider nicht mehr retten können. Und sie haben dann gesagt, dass der Verstorbene jetzt nicht so unschön da am Boden liegt. Sie legen ihm auf die danebensteher die Couch auf, die da gestanden ist im Wohnzimmer. Und er hat den Verstorbenen so unter die Achseln gegriffen und hat sich so ein bisschen in die Hocke gegangen, hat den Verstorbenen unter die Achseln gegriffen und hat sich den ein bisschen aufgezogen, so die Oberschenkel. Der Kollege nimmt ihn bei die Füße und sie haben ihn so auf die Couch aufgelegt. Und der Sanitäter hat nachher gesagt, er hat nachher den ganzen Tag das Gefühl nicht weggebracht, als war was auf der Hose rum. Er will die Hosen wegtun, wo er sich den Oberkörper des Verstorbenen angelegt hat. Und das ist eine interessante Geschichte, die ich sehr häufig beobachten habe können, dieses in Kontakt gehen. Dann fällt mir gleich wieder unsere Bestatterin ein, die sich zwei paar Handschuhe anziehen muss, immer und so weiter. Also da ist viel mehr da, als was man so glauben mag oft. Und da mal hinschauen kann spannend sein, weil man natürlich auch so vielleicht mit seinen eigenen Themen da in Berührung kommen könnte. Was sitzt da eigentlich auch in uns genau? Aber diese Ambivalenz ist ganz normal. Und da sehen wir, bereits der tote Körper ist eine große Anforderung, manchmal gerade für die Berufsleute, die immer wieder damit umgehen müssen in den Institutionen oder in der Bergrettung und Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, ganz wurscht, Krankenhäuser. Ne? So große Anforderung ist der tote Körper. Aber wenn ein Mensch stirbt, bleibt nicht nur der tote Körper zurück, sondern vielfach auch hinterbliebene Angehörige. Und das ist für uns eine nächste Herausforderung, diesen Menschen zu begegnen, nicht nur den toten Körper zu begegnen und umzugehen damit vielleicht in den verschiedenen Berufen und Diensten, sondern auch dann mit den Hinterbliebenen vielleicht im ersten Moment in Kontakt kommen, mit diesen akut Trauernden. Und der akut Trauernde versteht man die Betroffenen so in den ersten Stunden, Tagen, Wochen. Und akut trauernde Menschen können uns ja jederzeit in jedem Lebensbereich begegnen. Da musst du nicht so einen Beruf machen oder so einen Dienst machen wie ihr. Nicht Nachbarin, wo der Bub gestorben ist vor ein paar Tagen beim Verkehrsunfall, kann auf einmal vor dir stehen. Die Arbeitskollegin, die bei den Arbeit zurückkommt, wo sie der Mausliebnummer hat, vor einiger Zeit. Wie umgehen mit den Leuten und was sagen, was tun, das sind wir immer rausgefordert. Nicht nur, wenn man so einen Dienst macht. Ne? Und wie ich schon gesagt habe, am Anfang möchte ich euch erzählen, nur aus meinem Hintergrund heraus, was halt ich auch aus der Notfallpsychologie vielleicht ein bisschen so, so das grundsätzliche einmal eins für die Begegnung mit akut Trauernden, wo es viel mehr um so eine eigene innere Haltung geht in der Begegnung mit den Betroffenen, zu der wir als Mitmenschen eingeladen sind. Es geht, wie gesagt, viel mehr um so eine eigene innere Haltung. Und wenn wir auf betroffene Menschen treffen, auf akut Trauernde, da können wir zum Beispiel beobachten, dass in uns oft ganz schnell ein sogenannter Problemlösedruck entsteht. Da glaube ich, jetzt muss ich was sagen, was gescheites tun, einen tröstenden Satz, einen weihevollen Satz. Man hätte gern so diesen Tatar-Satz, das sage ich und dann ist gut und so weiter. Da kriegen wir schnell einen Druck. Wir wissen aber ganz genau, diesen einen Satz gibt es nicht oder das eine kannst du jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber trotzdem kriegen wir so einen Druck. Und ich glaube, dass dieser Druck oft der Grund ist, warum die Trauernden von der Mitwelt schnell so Sätze zum Herren kriegen wie: Naja, das wird schon wieder, das Leben geht weiter, jetzt ist er erlöst oder seid ihr noch so jung. Oder wie man zu einem Freund von mir mal gesagt hat, wo das Kind bei der Geburt gestorben ist, könnt ihr wieder was kriegen. Ne? Solche Sätze sind natürlich kein Trost, sondern das bedeutet für die Betroffenen vielmehr ein Vertrösten, ein nicht wahrgenommen werden, ne, nicht gesehen werden in meiner Not. Und ne, das bedeutet viel mehr. Und wir können auch so eine Einladung an uns,
in der Begegnung mit den Betroffenen ist die, eine erste Einladung, zu der wir aufgefordert oder eingeladen sind in der Begegnung mit den Betroffenen, könnte man sagen, ist so die, dass wir eingeladen sind, ne, egal wie intensiv die Gefühle und das Schmerzerleben der Trauernden ist, ne, wie intensiv die Gefühle und das Krisenerleben der Trauernden ist, und das will gewürdigt werden. Ne, wir müssen als Mitmenschen nichts tun, dass die Betroffenen nicht waren, wir müssen nichts tun, dass die Betroffenen nicht wütend ist, wir müssen nichts tun, dass Mord, ne, sondern wir sind eher eingeladen, die Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen zu würdigen. Ne, und das schon alleine deswegen, weil die meisten Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen, und das werden wir morgen im Seminar ganz stark sehen, die dabei sind, weil die meisten Reaktions- und Verhaltensweisen für die Betroffenen in dieser akuten Zeit oder in diesen akuten Momenten, diesen ersten Stunden, Tagen, Wochen, oft eine wichtige stabilisierende Funktion haben. Ne, was die Betroffenen ja unter anderem so massiv oft erleben müssen, auch neben dem Schmerz und der Trauer, ist auch oft das Erleben dieser massiven Hilflosigkeit. Ne, diese massive Hilflosigkeit. Ne, ich kann nichts mehr tun, der Sohn ist gestorben, die Frau ist tot, ich kann nichts mehr machen. Und viele dieser Reaktions- und Verhaltensweisen stabilisieren oft gegen diese Hilflosigkeit ein bisschen ab. Ne? Wut, Schuldgefühle, so tun, wie wenn nichts war. Ne? Du musst eh nichts machen, du musst eh weitergehen. Du Mama, schau her, Mama, du musst uns jetzt zusammenreißen. Der Papa hätte es da nicht wollen, dass wir sie so hängen lassen. Ne? Das stabilisiert natürlich auch ein Stück weit. Da hat man Oberwasser, ne? Das hat eine wichtige Funktion. Und so eine Einladung an uns ist, ne? Wir müssen gegen keine Trauerreaktionen anarbeiten, sondern wir sind eher eingeladen, mit den Reaktionen der Betroffenen eher mitzugehen. Ne? Und diese Sätze, wie wir es gerade gehört haben, es wird schon wieder, das Leben geht weiter, das sind halt selbstverständlich in uns auftauchende Tröstversuchswünsche. Natürlich darf man gern was leichter machen, was wegnehmen, aber für die Betroffenen, wie gesagt, bedeutet es oft eher ein nicht gesehen werden, ein nicht wahrgenommen werden. Vielleicht sind diese Sätze, es wird schon wieder, das Leben geht weiter, jetzt ist erlöst, gar nicht einmal verboten. Sondern es kommt vielleicht sogar eher darauf an, wer sagt diese Sätze, wie, mit welcher Absicht. Und wenn diese Sätze als Tröstversuch, als Beruhigungsspritzen daherkommen oder dass ich meine eigene Hilflosigkeit da jetzt ein bisschen bändige, wenn sie die Funktion haben, diese Sätze, schießen sie wahrscheinlich eher daneben. Ne? Dann nehmen wir ein Beispiel, was da selber sofort passieren kann. Von deiner besten Freundin nimmt sie der Bruder das Leben. Das ist heute passiert. Die sitzt auf der Couch daheim, hat einen Puls den Arm, warnt und warnt. Und stellen wir sich vor, jetzt käme ein Mitmensch dazu, der glaubt, ne, dass er jetzt irgendwas tun muss, dass der zum Warnen aufhört, zum Beispiel. Ne, das war sozusagen, ne, da wird man auch eingreifen in was die aber jetzt nicht braucht. Ne, sondern was die jetzt braucht, ist, dass sie das ausdrücken kann, was da gerade ist, wie wir erst gesagt haben, das zu würdigen, wenn die warnen, sonst warnen. Ne. Und es könnte vielleicht auch ein Mitmensch dazukommen, zu dieser besten Freundin, die da sitzt, und sie denkt, jetzt muss ich irgendwas tun, dass die zum Warnen aufhört. Ne? Und sie vielleicht hinsetzt und sagt sie, du, ich weiß eh genau, wie es da geht, was bei mir war vor 2 Jahren, bababa. Ne? Die wird nicht zum Warnen aufhören und sagen, so, jetzt mal, es darf mich interessieren. Ne? Sondern wird sie denken, schlechte, gib mir Ruhe. Ne? Aber da war dieses, ich weiß eh genau, wie es da geht, der Tröstversuch, der daneben schießt. Ne? Wenn auch ich jetzt zu einer Betroffenen mich hinsetze, wo sich der Bruder gerade das Leben genommen hat, zu unserer besten Freundin, und mein Bruder hat sich auch das Leben genommen, und die fragt mich, wie war denn das bei dir? Ne? Dann reden wir drüber, ne? Aber im ersten Fall ist es ein Tröstversuch, im zweiten Fall ist es sozusagen ein Mitgehen mit dem, was da ist. Sie fragt mich und wir reden. Eine Pflegekraft kann uns, was diesen Punkt betrifft, ein wunderbares Beispiel sein. Wer sagt es wie, mit welcher Absicht? Ich habe da mal eine Mutter begleitet, kurz, das habe ich euch nicht erzählt, siehst du, ich tue in meiner Praxis in Linz kommen auch Menschen, oft sehr zeitnah nach dem Todesfall, und ich begleite sie so in der ersten Zeit der akuten Trauer. Und da war einmal eine Mutter da, wo der Sohn bei einem Unfall gestorben ist, aber er ist nicht gleich verstorben, er hat den Unfall gehabt und ist dann nur einige Wochen im Koma gelegen auf der Intensivstation, und sie haben gewusst, dass es wahrscheinlich nichts mehr wird, es ist ganz schlecht gestanden, und man hat sich da schon vorbereitet, dass es jeden Moment so weit sein kann. Und sie waren jeden Tag auf der Intensivstation ohnehin und so weiter. Und eines Nachts, zwei in der Nacht oder wann, hat sie gesagt, ruft das Krankenhaus an, dass er gestorben ist, und dann sind sie und ihr Mann sofort ins Krankenhaus gefahren. Und Gott sei Dank, hat sie gesagt, die Mutter hat diese Krankenschwester Dienst gehabt, zu der sie in diesen Wochen, wo sie da jeden Tag auf der Intensivstation waren, das intensivste Verhältnis aufgebaut haben. Die haben sie recht gemein. Und Gott sei Dank hat die Dienst gehabt. Diese Krankenschwester hat die Eltern empfangen, ist mit einer zum Bett gegangen, zum verstorbenen Sohn.
Und die Mutter hat gesagt, sie sind im ersten Moment da gestanden. Keiner hat was gesagt. Es war absolute Stille im ersten Moment. Und auf einmal sagt die Krankenschwester, mehr zu sich selbst sagend, laut gedacht, also die Pflegekraft hat das an niemanden gerichtet gesagt, sondern sie hat es mehr so vor sich hin in den Raum gesagt, sagt die Pflegekraft, jetzt hat er es geschafft. Dann hat die Mutter gesagt, das hat ich so gut da in dem Moment, weil erstens war die Stille durchbrochen, die ja da schon zu viel war, und zweitens hat sie gesagt, hat sie auch gesehen, was sie der Sohn nicht möglicherweise mitgemacht hat, in diesen Wochen nur im Koma liegend, dass er das vorbei hat. Aber warum das bei ihr so gut angelandet ist, haben wir dann ausgearbeitet, weil die Pflegekraft das völlig ohne Absicht gesagt hat. Die Pflegekraft hat das nicht an die Eltern gerichtet gesagt und gesagt, na schauen Sie jetzt, das ist erlöst, sehen Sie durch das auch, dann wird es eben leichter. Wenn es das da hätte, hätte es wahrscheinlich geschäbert. Die Mutter hat auch gesagt, sie hat auch gesehen, was sie der Sohn nicht möglicherweise da noch mitgemacht hat in diesen Wochen, dass er das vorbei hat. Aber trotzdem ist der furchtbarste, grauslichste Schmerz, wo du nicht weißt, ob du das jemals überlebst. Das ist es zugleich auch. Das eine lindert das andere kein bisschen. Und das wollte die Pflegekraft damit auch gar nicht tun. Und darum ist das wahrscheinlich relativ gut angelandet. Und die Pflegekraft hat ja einen Vorteil gehabt. Die hat die Leute schon kennt, die haben ein gutes Verhältnis gehabt. Das hängt auch so sehr davon ab, wo ist das, wo stehe ich da, was ist passiert, in welcher Rolle bin ich. Und dieser Satz, der kann bei den nächsten Angehörigen komplett daneben schießen. Und ich bin mir sicher, dass die Pflegekraft eine war. Ich kenne es nicht, aber ich kann mir es vorstellen, dass die eine war, dass die ganz in dem Versuch da drinnen gestanden ist, bei den Leuten jetzt da in dem Moment, dass so wie die Leute reagieren, jetzt die Angehörigen, die Eltern, dürfen es reagieren. Sie muss nichts tun, sie kann nichts wegnehmen, sie kann nichts leichter machen, sie braucht keine Ratschläge geben und sie das einmal einfach vielleicht einmal momentan ein wenig so mit aushalten. Und ich glaube, darum war das auch, was da gesagt hat, ein hochintuitiver Akt. Das war sicher ein hochintuitiver Akt. Ich glaube nicht, dass sich die Pflegekraft das vorher überlegt hat, ja, wenn die Leute kommen, sage ich den Satz. Und ich glaube nicht, dass die Pflegekraft jetzt zu den anderen Pflegekräften gegangen ist und gesagt hat, du, wenn sowas ist, dann sagst du den Satz, das ist recht hilfreich. Weil, wie gesagt, das kann er beim nächsten komplett daneben schießen. Da sehen wir, wie viel Intuition da ein Stück weit gefragt ist. Und jetzt könnte man den Eindruck haben, dass wir nur bei der Pflegekraft bleiben, weil es uns in unseren Berufen ja oft auch so geht, dass wir da stehen. Jetzt könnte man den Eindruck haben, dass die Pflegekraft da drinnen gestanden ist, in stoischer, gleichmütiger Ruhe, das zu würdigen, was da ist. Die Pflegekraft hat sicher innerlich die Hosen voll gehabt, ja, da drinnen stehend. Und das passt auch so. Ne? So geht es da in dieser Begegnung. Da rattert es da innerlich, aber ordentlich oft. Ne? Da geht da die Dosen. Ne, da sind wir oft wie die Ente. Also die Ente am Wasser, die Ente, also eine Anten, also das Fisch, oder? Kennt's? Also Ente, Quagua. Wenn die schwimmt am Wasser, dann sieht man oft auf der Wasseroberfläche, gleitet ganz gemächlich und ruhig und gelassen dieser Körper dahin und unter der Wasseroberfläche hackelt es und rudert es. So sind wir oft in dieser Rolle. Ne? Und innerlich, das ist so, das gehört zu dem Geschäft scheinbar, das fühlt sich so an. Aber diese Pflegekraft kann ein gutes Beispiel sein für das, wer sagt es wie, mit welcher Absicht. Ne? Also wir haben schon eine Einladung ausgearbeitet. Wir sind eingeladen, die Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen zu würdigen. Wir müssen gegen nichts anarbeiten. Das ist eine erste Einladung. Eine zweite Einladung ist, könnte man sagen, wir dürfen auch in der Begegnung mit Betroffenen einmal genauso hilf- und sprachlos sein. Und wir müssen wir sind eher eingeladen, auch die Betroffenen, die Trauerreaktionen der Betroffenen zu fördern, aber nichts zu fordern. Die Trauernden kriegen sehr schnell von der Mitwelt schnell so Forderungen gestellt. Also so Forderungen meistens in Form von so Psychotrauerratschlägen. Jetzt dürft ihr ja nicht, jetzt müssen sie unbedingt, jetzt müssen sie, und jetzt dürfen sie nicht. So weiter, ne? Sagen die Trauernden oft vollkommen richtig, ich muss jetzt gar nichts mehr. Also so Forderungen kommen oft schnell. Ja, auch so eine Forderung, die sehr zeitnah kommt, ist die Forderung, jetzt müsst ihr loslassen. Sie haben Trauernde ganz bald von der Mitwelt, sie müssen loslassen. In der Trauerforschung weiß man schon länger, dass bei der Trauer nicht um Loslassen geht, sondern es geht bei der Trauer darum, also im Trauerprozess vielmehr darum, ne, weiß man mittlerweile, um eine sich wandeln müssende Beziehung vom zuerst geliebten lebenden Ehemann zum jetzt verstorbenen geliebten Ehemann. Und das muss sich lang und schmerzhaft in diese neue Realität hineinwandeln, ne, in die Leute. Und dann müssen die Menschen wieder irgendwie mit dieser neuen schmerzhaften Realität weiterleben können. Aber um Loslassen in dem Sinn geht es nicht, ne, weil
Das Loslassen ist kein schöner Begriff. Nicht? Das wollen Trauernde nicht. Ich will nicht loslassen. Ich will den Verstorbenen in mir haben, bei mir haben. Ich will ihn innerlich auch noch verlieren. Nicht? Wenn du zu Eltern sagst, die ein Kind verloren haben, sie müssen loslassen, die schmieren da wahrscheinlich auch nicht, weil die sagen, ich habe mein Kind schon einmal verloren, ein zweites Mal sicher nicht. Ja? Das kann auch passieren, wenn sie loslassen. Das ist so ein Begriff, der kommt so aus diesen alten Trauerforschungstheorien. Ich weiß schon, man meint mit loslassen, meint man oft sowas wie, das musst du akzeptieren. Aber selbst das ist eine Forderung, die die Trauernden gerade in dieser akuten Zeit nicht erfüllen können. Was sollen sie jetzt tun? Sie können das ja auch nicht machen. Das kann ich nicht herstellen. Ich kann das jetzt nicht machen. Das war, wenn ich jetzt zu euch sage, seid glücklich. Den Moment, jetzt empfindet ihr Glück. Bitte. Jetzt seid ihr glücklich, weil es bei mir seid. Aber nachher, wenn ihr wieder heimgeht, dann kommt es wieder das Elend. Nein, aber das kann man nicht machen. Das setzt die Betroffenen unter Druck. Wenn wir können davon ausgehen, dass alle Betroffenen bereits ab dem akuten Moment, in der akuten Zeit schon, ohnehin davon ausgehen, so wie es bei einer gerade rennt, so wie es einer gerade geht, so wie sie gerade empfinden und sie verhalten, ist nicht richtig. Es stimmt was nicht, es passt was nicht. Und wenn dann die Mitwelt mit diesen Forderungen kommt, verstärkt es natürlich dieses Gefühl zu Unrecht, dass was mit einer nicht passt oder dass sie irgendwas nicht zusammenbringen oder nicht können. Ne? Also das Loslassen kann man eher lassen. Wenn man das jetzt zu Leuten schon gesagt hat, ist ja nichts passiert, es ist ja gut gemeint und die Trauernden wissen eh, wie man es meint. Aber wenn man genau hinschaut, geht es nicht um Loslassen. Ne? Eine Frau hat zum Loslassen alles gesagt, da braucht man nichts mehr erklären dazu. Ihr Mann ist vor 3 Jahren gestorben und sie arbeitet halt öfter im Garten draußen. Und wenn sie im Garten arbeitet, dann kann es sein, dass die Nachbarin auch im Garten arbeitet und dann tratscht sie halt öfter mit der Nachbarin über den Gartenzaun. Und da hat sie da mit der Nachbarin einmal plaudert über den Gartenzaun. Und es ist halt dann das Gespräch mit der Nachbarin irgendwie auf ihren vor 3 Jahren verstorbenen Mann gekommen. Und sie war an dem Tag ein wenig sensibler und hat ein wenig zum Weinen angefangen. Und dann hat die Nachbarin gesagt, jetzt trauerst du leicht nur über. Und dann hat sie gesagt, ja, er ist auch nur über tot. Ne? Also, wenn er nicht mehr tot ist, hör ich auf. Ne? Also, da ist es am besten beantwortet. Ne? Das ist, da ist zum Loslassen alles gesagt. Aber wie gesagt, es kommen schnell so Forderungen. Wir sind eher eingeladen, das zu unterlassen, eher die Betroffenen, ne, in den Trauerreaktionen zu unterstützen. Und da können wir auch wieder die Pflegekraft als Beispiel hernehmen, die wir erst gerade kennengelernt haben. Ne, ich bin mir sicher, die Eltern, die da gestanden sind mit dieser Pflegekraft und dieses Bett vom verstorbenen Sohn, haben wahrscheinlich auch bemerkt oder irgendwo ein bisschen spüren können, so wie wir jetzt sind, so wie wir jetzt erleben, so wie es uns jetzt geht, das darf sein. Die Pflegekraft will nichts von uns, die kommt uns mit keine Ratschläge, die kommt uns mit keine Tröstversuche. Und das kann für Leute unterstützend sein in einem Trauererleben. Ne? Wenn da Mitmenschen auch mal momentan da sind, die mich vielleicht so aushalten können, wie es mir geht. Ne? Schönes Beispiel eben diese Pflegekraft. Und ich habe schon gesagt, wir sind auch eingeladen in der Begegnung mit den Betroffenen. Wir dürfen auch mal in der Begegnung, in dem Moment einmal genauso hilf- und sprachlos sein. Vor allem sind wir eingeladen mit Betroffenen, die Sprachlosigkeit mit auszuhalten. Und die Sprachlosigkeit kann viele Gesichter haben. Nehmen wir wieder das Beispiel von unserer besten Freundin, wo sie der Bruder das Leben genommen hat. Und stell dir vor, ne, das ist heute passiert, haben wir gesagt, und du fährst hin als beste Freundin, bester Freund. Wenn unsere beste Freundin, haben wir gesagt, sitzt da, dann ballst du den Arm, weint und weint. Und wenn du jetzt hinkommst, wahrscheinlich wirst du es in den Arm nehmen, wahrscheinlich ne, wirst du damit weinen, keine Ahnung, aber es wird nichts geredet werden, solange sie nichts redet und solange sie weint. Das ist eine Form von Sprachlosigkeit. Und dann müssen wir auf ganz viel Sprachlosigkeit mit Betroffenen mit aushalten, wenn geredet wird. Wir müssen auf ganz viel Sprachlosigkeit mit Leuten mit aushalten, wenn geredet wird. Zum Beispiel, warum er, warum wir, warum hat es das da, Suizid und so. Und da genau benommen, als Mitmensch, immer nur sagen können müssen, eigentlich, ne, ich weiß es nicht. Und es geht bei diesen Warum-Fragen wahrscheinlich gar nicht um eine Antwort, sondern es geht wahrscheinlich viel mehr darum in dem Moment, mit den Betroffenen diesen Entschuldigungsscheiß nicht beantworten zu können, ne? mit auszuhalten, das nicht beantworten zu können. Ne? Und wer war denn ich, wenn da ein Betroffener sitzt, der in ihrer größten Not die Warum-Frage in den Raum fragt, wer war denn ich, dass ich da Antwort hätte drauf? Ne? Das kann ja gar nichts bringen. Sage ich da vielleicht zu Betroffenen, dass ich sage, egal was ich ihnen jetzt sage, es kann ja nie gerecht werden. Ne? Manche finden einmal Antwort, manche nie. Ein Vater hat einmal gesagt, wo der Sohn gestorben ist vor Jahren, der hat gesagt, für ihn geht es schon lange nicht mehr darum, die Warum-Frage zu beantworten, sondern für ihn geht es nur mehr darum, damit leben lernen zu müssen, es nicht beantworten zu können. So ist es für ihn. Ne? Aber wer war denn ich, dass ich da Antwort hätte drauf?
Und da geht es um eine weitere wichtige Einladung an uns in der Begegnung mit den Betroffenen. Das können wir da gut sehen an dem Beispiel. Es geht bei der Begegnung mit den Betroffenen stark darum, dass wir eingeladen sind, auch die Betroffenen so wahrzunehmen, zuerst einmal probieren, wie es einer gerade geht. Und wie geht es der Betroffenen? Sie sitzt da, hadert um die Warum-Frage und kann es nicht beantworten. Ne? Das ist der Fall. Ne? Und das sage ich oft auch zu Betroffenen. Sie sagen, da sitzen sie gerade da und es schleudert ihnen hin und her, haben diese Warum-Frage und sie können es nicht beantworten. Ne? Ja, genau. Ne? Oder die Mutter vielleicht, die da sitzt, wo der Sohn gestorben ist bei einem Unfall und sagt, ich kann das gar nicht fassen. Ne? Er sagt, das kommt ihnen vor wie in einem Film, wie in einem Albtraum, aus dem sie munter werden, oder? Und das ist gar nicht wahr. Ja, genau, so geht es mir. Ne? Das wahrgenommen gesehen werden, das ist der erste Schritt. Das wahrgenommen gesehen werden ist ein psychologisches Grundnahrungsmittel. Wir waren alle tot, waren wir nicht wahrgenommen gesehen worden. Ne, wir wissen mittlerweile, wenn Säuglinge auf die Welt kommen und nur gewickelt und gefüttert, aber nicht emotional gespiegelt wahrgenommen werden, sterben die Kinder im schlimmsten Fall. Oder kriegen schwerste physische und psychische Deformationen. Ne? Das wissen wir mittlerweile. Also das wahrgenommen gesehen werden, ne? Ist ein psychologisches Grundnahrungsmittel in unserem Leben. Ne? Wenn sie es heute heimfahrt von da, geht es heute heim und beim Heimfahren ruft ihr beste Freundin an und die sagt irgendwas am Telefon und kränkt die brutal. Kränkt die Vollgas, du bist wütend und gekränkt. Kommst heim, gehst daheim rein, im Vorhaus ziehst die Jacken und die Schuhe aus und schimpfst und fluchst und dann kommt die Mama ums Eck und sagt, was ist denn los, komm aber, beruhig dich, wenn schreien sie mal da um. Das darf der nicht sagen. Der muss sagen, was hat er gesagt? Na, so ein blöde Funzen, da war ja auch narrisch. Ne? So muss der machen. Ne? Zuerst gesehen, ne, wenn der einen kleinen Deckel drauf hat, darf er nicht. Der muss fragen, was ist denn los? Ne? Aha, das hat er gesagt, na, da war ja auch narrisch. Ne? So ein blöde Gurken. Ne? Dann bist du gesehen worden. Ne? Also auch Beziehungstipps im letzten Hilfekurs. Ne? Für eine gelingende Ehe. Aber ne, das wahrgenommen gesehen werden, das ist ein Grundnahrungsmittel. Und einmal, den ich persönlich nie kennengelernt habe, der Mann ist eigentlich die Galionsfigur des Letzte-Hilfe-Kurses, was diesen Teil Begegnen mit den Angehörigen betrifft, geworden, dieser Mann. Der kann sehr viel geben, was diese Haltung und alles das betrifft, was wir da jetzt reden. Ein Freund von mir, da ist die Tochter gestorben mit 11 Jahren, Knochenkrebs, und der Andreas hat dann erlebt, hat er gesagt, wie die Mitwelt reagiert hat. Ne? Die Mitwelt, die Nachbarn und so, das soziale Umfeld hat zum Teil so reagiert, wie es manche Leute erleben, wenn so etwas Schlimmes passiert. Ne? So, naja, das Umdraht haben, weggeschaut haben, Straßenseiten wechseln, das müssen manche erleben. Ne? Das tut die Mitwelt ja nicht aus Bosheit, aber aus einer großen Angst und Unsicherheit aus. Ne? Und vielleicht sage ich so einen Schaß und stürzen noch mehr ins Unglück und so weiter. Ne? Das tut man nicht aus Bosheit, aber für die Betroffenen ist es natürlich eine Katastrophe, weil jetzt musst du zu diesem unsagbaren Elend eh schauen, wo du nicht weißt, ob du das überlebst. Musst nur erleben, dass da alle davon rennen, wenn sie das sehen. Das macht was, ne, mit dem Trauerprozess. Ein Pfarrer hat einmal schön gesagt, es passiert schnell, dass Hinterbliebene zu Hintengebliebenen werden. Das ist auch so gescheit. Beobachtet einmal, kurzer Ausflug. Beobachtet einmal, wir tun sie viel leichter auf Betroffene treffen, wir tun sie viel leichter, wenn wir auf Trauernde treffen, wo ein alter Mensch gestorben ist. Da tun wir sie viel leichter. Nicht, da kann man vielleicht wegen so Sachen sagen, ah, der Opa 96 oder so, oder so. Und meistens sagt die Betroffene in der Begegnung mit ihr, also die Betroffene, wo der alte Mensch gestorben ist, die Betroffene sagt meistens schon von sich aus in der Begegnung so Sachen wie, na, du warst der 96, ist eh eine Lösung. Ich muss sagen, die letzten Jahre ist er. Oder die sagt, du 96, der ist bis vor 2 Monaten mit dem Auto nur nach Innsbruck reingefahren. Ne? Schau den Nachbarn an, 72 komplett allein die Banane, ne? Muss das sagen und so weiter. So, irgend sowas sagt die Betroffene sicher. Und sonst haben wir aus dem Schneider. Ne? Und die Betroffene darf das eh immer sagen. Die darf das immer so sagen und vielleicht sieht sie es auch so und vielleicht will sie aber da jetzt auch keine Emotion aufkommen lassen, ganz egal. Nur wir müssen halt immer bereit haben, ne? Es war trotzdem immer ein geliebter Mensch, den man ein Leben lang an seiner Seite gehabt hat, der für immer tot ist. Und ich behaupte einmal, gerade so Omas und Opas sind oft hochwichtige Figuren in unserem Leben und wenn die tot sind, das tut weh, das ist scheiße, wurscht, weit, wurscht, wie krank. Aber wir können einfach beobachten, dass man sich bei älteren Leuten leichter dann, also ne, wenn ein alter Mensch gestorben ist und man trifft auf die Angehörigen. Wir haben alle in unser so eine Skala eingebaut, wo wir das so einteilen, Tod und Alter, was ist tragisch, was ist nicht mehr so tragisch. Ne? Die teilen wir alle miteinander so ungefähr die Skala. Ne? Dass wir sagen, Kinder, die Katastrophe schlechthin, ne? Junge Leute, 20, 30, 40, Wahnsinn. Ne? 50, 60, heute sagt man 70, das ist ja auch kein Alter, ne? Und so weiter. 80, 90, sagen wir, ne, da kann man der Hebamme auch nicht mehr die Schuld geben. Ne? So reden wir daher.
wenn wir selber nicht betroffen sind. Ne? Aber beobachte das einmal. Ne? Und da haben wir so eine Skala einfach. Ne? Siehst du, wenn du Todesanzeigen in der Zeitung was liest, ne? Denkst du, 93, 87, passt, 83, passt, ne? 46 bist du deppert, wenn da Krebs oder Unfall oder was. Ne? Haben wir sofort, ne? Beobachte das einmal. Diese Skala ist eher ein bisschen veränderbar, je nach eigenem Alter. Ne? Ein bisschen anders wird es eh, je nachdem, wo man selber auf dieser Skala ist. Ne? Wie beim Roten Kreuz angefangen habe, wo das junge Bestatter und da ein 65-Jähriger gestorben ist, haben wir gedacht, das ist ja schon alter Krocher. Ne? Heute denken wir, 65 ist ja gar kein Alter, ist ja nichts, das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Je nachdem, was du selber bist. Aber beobachte das einmal. Das ist auch spannend. Ne? Es geht immer wegen ums Oberwasser haben, ne? Letztlich. Wir haben heute beim Leichnam gehört, ne? Es geht um dieses Unverfügbare verfügbar machen. Ne? Und das ist auch vielleicht so ein kleiner Ableger davon. Aber zurück zum Andreas, wo die Tochter verstorben ist. Ich wollte euch ja einen Mann vorstellen. Der kann sehr hilfreich sein. Und ich habe gesagt, Andreas, da ist die Tochter verstorben mit 11 Jahren. Und er hat dann erlebt, wie die Mitwelt reagiert. Die ist ausgewichen zum Teil, die Nachbarn haben umgedreht. Er hat gesagt, das sind Leute oft nicht. Er hat in so einem Wohnblock gewohnt, in der Steiermark. Es sind Leute oft nicht in den Lift eingestiegen, wenn er drin war. Ne, und so weiter. Und ich gesagt, das sind die Leute ja nicht aus Bosheit. Und er hat gesagt, das war ein spannendes Moment, wie er dann nach ein paar Wochen wieder in den Torwart gegangen ist. Er war 5 Wochen ungefähr im Krankenstand oder daheim und ist dann wieder in den Torwart gegangen. Und er hat damals gearbeitet in einer Fabrik, die haben so Holzplatten hergestellt, so Pressspanplatten. Und er hat gesagt, das war natürlich spannend, wie er da am ersten Tag wieder in die Produktionshalle reingegangen ist. Und er hat erzählt, ne, die meisten Kollegen haben da schon gearbeitet auf die Maschinen. Und er hat gemeint, naja, die Leute haben halt auch, die Kollegen haben halt auch zum Teil so reagiert, wie es vom privaten sozialen Umfeld auch gewohnt war, zum Teil, dass sie weggeschaut haben, umgedreht haben. Oder manche haben so damals datenskonzentriert arbeiten und übersehen haben so irgendwie. Ne? Bis auf einen Kollegen, und das ist besagt derjenige welcher, der uns sehr viel geben kann, der hat gesehen, dass der Andreas da daherkommt, der hat mit der Arbeit aufgehört, ist auf den Andreas zugegangen, ist vor ihm stehen geblieben, hat ihn angeschaut, hat ihm Tank gegeben und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und Andreas hat gesagt, das war die schönste Begegnung, die in der ganzen Zeit von der Erkrankung bis zum Tod von der Katrin gehabt hat. Dieser ehrliche, aufrichtige Moment. Und er hat gemeint, das war eine Sache auf 2 Minuten. Sie sind kurz beieinander gestanden, haben kurz plaudert miteinander, sind wieder auseinandergegangen. Und er hat gemeint, das hätte es eh nicht gebraucht von den anderen Kollegen. Es hätte gereicht, wenn die anderen Kollegen hergeschaut hätten und gesagt hätten, hey, schön, dass du wieder da bist. Oder so. Aber ich weiche da nicht aus, ich weiß, was passiert ist. Ne? Und angeregt durch den Mann, diese Geschichte ist uralt, angeregt durch diesen Mann, durch diesen Holzspanplattenmann, habe ich mich auch schon ganz oft traut, dass ich zu Betroffenen der Begegnung auch auf dem ersten Moment sage, ich bin auch gerade unsicher im Umgang mit ihnen. Oder ich möchte so viel sagen, ich habe so einen Druck in mir, ich weiß alles, was ich ihnen sage, kann ich nicht gerecht werden. Ne? Und schon ist man beieinander. Schon merken die Leute, da ist ein aufrichtiger Mensch da, der jetzt vielleicht auch momentan nicht weiß, wie tun im ersten Moment, aber das ist echt. Betroffene regt oft eher auf, wenn ich einem Mitmenschen gegenübertreten, die jetzt glauben, sie müssen den Souveränen raushauen und den Goethe zitieren oder so, da fühlt man sich eh nicht wahrgenommen und gesehen. Ne? Und das, was wir da gerade reden, ist immer nur ein Bemühen. Das gelingt uns einmal leichter, einmal nicht so gut. Wo stehe ich da? Was ist passiert? In welcher Rolle bin ich? Und wir sind in der Situation so unter Druck. Ne? Und dieser Druck macht es oft aus, dass wir in solchen Situationen oft viel schneller reden, als was wir denken. Ne? Und dass da was rausreißt. Das ist mir auch schon passiert. Ne? Mir hat es auch schon Sätze rausgerissen, den Betroffenen gegenüber, die in die Kategorie gehören, wird schon wieder, das Leben geht weiter. Ne? Dass man sich selber vor einmal reden hört. Und wenn mir das passiert, ist es auch wurscht. Ich höre eh, was ich da sage. Ich kann das ja wieder einfangen. Ich kann zu Betroffenen sagen, du oder sie, den Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe, der hilft ihnen genau gar nichts. Ne? Aber ne, ich bin auch so unter Druck, ich glaube, ich muss ihnen was sagen und so weiter. Und schon merken die Leute, da ist ein echter Mensch. Und das kann für die Betroffenen ein Stück weit sowas sein wie trostreich. Ne? Wenn da Menschen sind, die mich so aushören und wahrnehmen, wie es mir geht, und die aufrichtig sind, in dem Moment das zumindest probieren. Und wie gesagt, einmal gelingt es uns leichter und einmal nicht so gut, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber es geht nur um das Bemühen darum. Und das kann für die Betroffenen ein Stück weit trostreich sein, kann Hilflosigkeit reduzieren. Und wenn wir das probieren, dann können wir für Betroffene auch praktisch hilfreich werden. Dann kann ich zur Nachbarin sagen, wo der Mann gestorben ist, hey, mach da mal einen Rosen. Oder zu unserer besten Freundin, wo sich der Bruder das Leben genommen hat, hey, am Sonntag hol ich mir die, da kommst du essen, so uns aus, fertig. Das ist auch wichtig. Ne? Betroffene lassen sich nur gern von Mitmenschen helfen, von Mitmenschen, die von Anfang an versucht haben, aufrichtig da zu sein. Nicht, da tut es mir gut, wenn man der liebe Nachbar mal einen Rosen macht. Aber die Nachbarin, die beim Begräbnis
am Grab stehend, beim Beileid bekunden, zu mir gesagt hat, du hast den Mann wenigstens 40 Jahre gehabt, meine ist schon nach 20 Jahren Ehe gestorben, die brauche ich nicht in meiner Küche. Und diese Nachbarin, auch in höchsten Ehren, ne, die steht da, Murz unter Druck, der Tod vom eigenen Mann kommt wieder auf, ne, ist völlig in Ordnung. Aber im Sinne des Gesehenwerdens für die Betroffene schießt es natürlich ein Stück weit daneben. Ne. Und wie gesagt, das ist immer nur ein Bemühen. Mir hat neulich eine Frau erzählt, der Mann ist daheim umgefallen. Plötzlich zack und blau waren sie, 144 und halt die ganze Prozedur dann und Notärztin und wiederbelebt und haben da eineinhalb Stunden reanimiert und er ist leider gestorben. Und dann hat sie letztlich Notärztin zu ihrem Tisch gesetzt und hat als erstes zu ihr gesagt, wie sie es hingesetzt hat, anscheinend tatsächlich den Satz gesagt, hat gesagt, Frau Gruber, ich weiß nicht, was ich Ihnen jetzt sagen soll. Ja. Und dann hat sie halt erzählt, erklärt, was sie glaubt medizinisch, dass da jetzt war. Und die Frau hat gesagt, das war trotz der Furchtbarkeit so ein starkes Moment, weil da so ein echter Mensch gesessen ist, trotzdem vor mir. Ne? Hat sich nicht da verschanzt hinter der Uniform. Ja, und wie gesagt, das ist immer nur ein Bemühen, das ist alles nicht so leicht, weil man gerade in diesen Berufen, ne, Bergretterin, Sanitäterin, Ärztin, Wurst, da fühlt man sich nur mehr unter Druck. Ne? Wir müssen jetzt was wissen, ne? wir haben das dann den ganzen Tag. Sie erwarten sich die Leute von uns auch jetzt, vielleicht was wissen. Ne? Sagen viele Leute vielleicht auf, du machst eh den Haken, ne? Du bestiegst eh so viele Tote, sehen wir so viele Leute, dann geh du zu einer Nachbarin um, ne? Kennst du eh aus. Ne? Und so. Da fühlt man sich noch mehr unter Druck. Ne? Ist eh klar. Ne? Da kann sowas passieren, ne? Klarerweise. Mir hat letztens eine Krankenschwester beim Seminar erzählt, auf der Kinderintensiv, da ist ein 10-jähriges Mädchen gestorben. Und dieses 10-jährige Mädchen hat eine Zwillingsschwester gehabt. Und die Eltern sind sofort ins Krankenhaus gefahren, wie sie die Todesnachricht gekriegt haben. Und der Oberarzt hat die Eltern empfangen und hat als erstes gleich im Sinne des Tröstversuchs zu einer gesagt, sind sie froh, sie haben nur zweites Kind. Und dort ist mir der Oberarzt noch gar nicht unsympathisch. Wenn er dann sagt zu den Leuten her und Frau Gruber, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, tut mir leid, ich habe selber zwei Kinder, ich kann mir nicht vorstellen, wie es Ihnen zur Mutter sein muss und so weiter, dann ist man sympathisch. Ne? Aber es kann im ersten Moment passieren, das ist völlig klar. Ne? Das ist so ein Druck da. Wie gesagt, das ist alles immer nur ein Bemühen. Und vielleicht kommen wir von dem Druck, den wir da so haben. Auch, ne? Wir müssen was sagen, was wissen, wie wir am Anfang gesagt haben, den Problemlösedruck. Vielleicht können wir da ein wenig Luft rauslassen, wenn wir uns klar machen, ne? Ich kann gar keinen Gramm Schmerz wegnehmen, ich kann nichts leichter machen, nichts sagen, nichts tun, was war das? Ne? Nicht Andreas sah mit seiner Tochter, der weiß, kein Mensch auf der Welt kann ihm irgendeinen Satz sagen oder irgendwas machen, dass irgendwas leichter wird. Ne? Aber Menschen, die ihm so aussehen, wie es ihm geht, das kann er brauchen. Ne? Oder, was einmal eine wunderbare Landsfrau von euch gesagt hat, ich verehre sie, ja? Wunderbar, die kennt sie so, die Krisenleute kennen sie alle und die Bergretter kennen sie auch, die SVE-Leute, die Barbara Juhn, ne? Die wunderbare Notfallpsychologin und Professorin bei euch auf der Uni in Innsbruck, die hat das einmal wunderschön beschrieben, wenn ich sie da zitieren darf, die hat das einmal wunderschön beschrieben, in welcher Situation sie oft die akut Betroffenen befinden, nämlich die Vergangenheit existiert nicht mehr, die Zukunft ist nicht vorstellbar und die Gegenwart ist nicht zum Aushalten. In der Situation befinden sich oft die Leute. Und da brauche ich gar nicht glauben, nicht, dass ich arms Würstel der Martin Brein jetzt kommen kann und irgendwie 1, 2, 3 was leichter machen, sagen und tun. Es geht um viel mehr Demut, Zurückhaltung, ne, auch Wertschätzung, natürlich dienende Demut. Ne. Wir können nicht nur die Dinge tun, die wir technisch tun können oder müssen, ne, in diesen Berufen. Ne. Und vielleicht kann man von diesem Druck ein wenig Luft auslassen, wenn wir uns klar machen, dass die Begegnung mit Betroffenen in tiefster Schicht betrachtet nie gelingen kann. Weil das Einzige, was die Betroffene wirklich, wirklich möchte, was ihr wirklich helfen darf, ist, dass es wieder so wird wie vorher. Und sie weiß, kein Mensch auf der Welt kann das eben sehen. Können wir sie wieder zurückbringen? Nein, sagt sie, ne? Ganz genau. Ne? Und wir, die auf die Betroffene treffen, wissen auch ganz genau, das Einzige, was die Betroffene wirklich, wirklich möchte, was ihr wirklich helfen darf, ist, dass es wieder so wird wie vorher. Und wir wissen, wir können einen Scheiß dafür tun. Und so begegnen wir uns und so müssen wir wieder auseinandergehen. Ich kann nicht hingehen zur Betroffenen, 1, 2, 3, alles ist wieder gut. Und die Betroffene kann zu mir nicht sagen, wann ich wieder weggehe, danke, dass du da warst, alles ist wieder so wie vorher. Es bleibt immer was offen, es bleibt immer was halbert. Ne? Und es kann da auch passieren, nicht, dass du verhalten kannst oder anbieten kannst oder sein kannst den Betroffenen gegenüber, wie du willst. Und es geht immer in Tosen, weil da auch passieren kann, dass die Betroffenen gerade in sich so eine Wut haben, weil alle gerade nicht erleben müssen, was ich erleben muss. Und wurscht, was du sagst oder tust, es geht alles in Tosen. Nicht, weil diese Wut so groß ist auf die ganze Welt, es kann da auch passieren, dann ist es halt so. Nicht? Aber vielleicht kannst du das ein wenig Druck nehmen. Und die Galionsfigur dieser Geschichte, nicht, der Holzspanplattenmann, wunderbar diese Haltung, nicht, zu der wir eingeladen sind. Wir haben gesagt,
Wir sind eingeladen, die Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen zu würdigen. Wir müssen nicht dagegen anarbeiten. Ich muss nichts tun, dass es warnt. Ich muss nichts tun, dass es nicht warnt. Ich muss nichts tun, dass er nicht wütend ist. Ich muss nichts tun, dass es nicht so tut, wie wenn nichts war in dem Moment einmal in der Zeit. Ne? Weil, haben wir gesagt, diese Reaktions- und Verhaltensweisen oft eine wichtige stabilisierende Funktion haben können. Ne? Manchmal. Wir dürfen auch hilf- und sprachlos sein, diese Begegnung vielleicht einmal. Und wir sind eingeladen, die Betroffenen so wahrzunehmen, wie es ihnen geht in dem Moment gerade. Ne? Da hat es gerade um die Warum-Frage und kannst das nicht beantworten. Ne? Und der Holzspanplattenmann ist super Vertreter dieser Haltung. Der Holzspanplattenmann hat ja ein Zitat zum Leben erweckt. Das kann uns auch sehr hilfreich sein in der Begegnung mit den Betroffenen. Dieses Zitat heißt: Wenn du nicht weißt, was du einer Betroffenen sagen sollst, sage genau das. Da ist schon viel geschehen. Und der Holzspanplattenmann taugt mir sowieso, weil im Gegensatz zu mir zum Beispiel, da macht man diesen Beruf ewig und liest und tut und macht Ausbildung um die andere und der Holzspanplattenmann weiß, wie es geht. Und das, weil wir es eh alle wissen. Alles, was wir jetzt geredet haben, hätte man nicht besprechen braucht. Das wissen wir, in der tiefsten Tiefste wissen wir das. Und das, was wir da jetzt rausgearbeitet haben, diese Haltung, das war immer schon gemeint mit einem einzigen Wort. Dieses Wort mengt man immer, dieses Wort hat keine gute PR mehr, aber alles das, was wir jetzt geredet haben, war immer schon gemeint mit dem Wort Beileid. Mit Beileid ist oder war eigentlich gemeint, bei dir sein in deinem Leiden und ich kann das nicht wegnehmen. Das ist die Grundidee dieser Haltung gewesen. Und jetzt könnte man einen Tag lang dahinter, was wir morgen dann, wir könnten ins Hirn hineinschauen, was spielt sich da bei akut Trauer und ja, wir können so erste mögliche Reaktionen ausstellen, jetzt könnte man noch tagelang dahinter zum Thema, hochinteressant, aber ohne diese Haltung, ohne Holzspanplattenmann, ist das nur ein substanzloses Werkzeug. Also es braucht immer zuerst den Holzspanplattenmann. Solange der nicht dabei ist, kannst du das andere jetzt einen Kringreim nehmen, ne? Sagt man bei uns. Weiß nicht, ob es das auch sagt. Aber meine Lieben, ne, das war so diese Haltung, von der halt ich so ausgehe und was uns auch die Notfallpsychologie vielleicht ein wenig so sagt, die Trauerforschung, zu der wir eingeladen sind. Wie gesagt, das ist immer nur ein Bemühen. Wir haben eben diese beiden großen Herausforderungen, ne, in diesen Berufen besonders, toter Körper, Leichnam und auch die Begegnung mit den Betroffenen. Es gibt natürlich viel mehr eigene Herausforderungen noch, ne, wie verarbeiten wir das, warum brennen sie bei uns Einsatzkräfte oft zu Bilder ein, dass 30 Jahre später das noch siehst oder hörst oder riechst oder gespürst, ne, und so weiter. Da könnte man noch viele Aspekte einholen, jetzt gerade, wenn es um solche Berufe geht, wie Bergrettung, Ärztin, Pflegekraft, egal, Krisenintervention, ne. Aber wir haben uns fokussiert heute auf diese beiden Aspekte, Leichnam, toter Körper, Begegnung mit den Angehörigen und, ne, und vielleicht war ein wenig was dabei, vielleicht waren ein paar Aha-Erkenntnisse beim toten Körper, vielleicht kennt man auch selber ein paar so Empfindungen oder vielleicht kennt man selber diese Ambivalenz auch ein bisschen, ne, und vielleicht mag man angeregt durch diese Geschichten jetzt da einmal ein wenig genauer vielleicht in sich forschen, naja, was ist denn eigentlich in mir genau vorhanden im Sinne dieser Angst vor dem Tod? Bin ich wirklich so rational abgeklärt im Sinne von, der Tod gehört zum Leben, wenn ich tot bin, bin ich tot oder ist vielleicht doch mehr? Ne? Ist doch nicht doch ein bisschen komplizierter in uns vielleicht. Ne? Und wie gesagt, diese Ambivalenz kann auch bei den Hinterbliebenen auftauchen, haben wir gesagt. Ne? Die trotz Ruhe, Stille, Friede, Trauer, Schmerz können auch Angehörige oft das Gefühl haben, vielleicht Angst, Unsicherheit. Das Unheimliche und so weiter, oder die Idee Leichengift. Ne? Also das darf alles sein. Und Begegnung mit den Angehörigen war uns der Holzspanplattenmann, gute Galionsfigur. Und das vielleicht, weil jetzt habt ihr ein paar Mal gelacht auch heute, ganz zaghaft nur, aber trotzdem ein bisschen. Ja. Das hat heute auch ganz viel zu tun gehabt, damit habe ich genau gemerkt, mit was das zu tun. Also vielleicht ist es einfach auch nicht lustig gewesen, das, was ich gesagt habe, das kann sein. Aber dieses Bild da oben ist ganz schlecht. Also das verhindert extrem Kontakt, extrem, weil die immer da drauf schauen. Das verhindert, das bricht ein wenig so an. Das ist wie wenn einer deppert mit der Powerpoint da und da blaut, da kriege ich auch Wut. Da schaut der Uli, da schauen wir da hin und sind nicht. Ne? Aber die Leute müssen daheim was sehen. Ne? Aber ich habe es da ein paar Mal gelacht. Der Humor ist auch was Wichtiges. Humor ist ersparter Gefühlsaufwand. Humor ist Ferien vom sich betreffen lassen, Humor führt Spannung ab. Das kennt ihr wahrscheinlich in euren Diensten, der Humor ist wahrscheinlich ganz was Wesentliches. Nicht Zynismus, Sarkasmus, das ist meistens Abwehr von Hilflosigkeit und Angst, aber so ein gesunder Humor. Und jetzt überlege ich, dass ich euch nur was sage, irgendwas Humorvolles vielleicht, aber was da war denn da?
Nein, weil es gibt eine Geschichte, die dauert ein wenig länger, und das länger nicht, aber in dem so verhalten Satz ist mir das zu viel vielleicht. Ich sage eine kürzere. Nein, aber ich muss es euch erzählen, weil es ist der Berufesatz. Also ich war ja auch bei der Krisenintervention, ne, beim Rogenkreuz damals. Und was so passieren kann, ne, was man so annimmt, ne, wenn man in diesem Beruf ist, oder was man so annimmt und was so passieren kann. Ich bin einmal gerufen worden, wir haben es kennt sich ja nicht aus bei uns, du kennst das, Samuel, du kennst das. Auf jeden Fall, es gibt halt in unserem Bezirk so einen Wellness-Tempel, also so ein Wellness-Ding, also so, wisst ihr, so eine Therme, also wo alles gesund ist und so weiter. Und wo man nicht weiß, ob man Obstsalat essen oder einreiben muss, also sowas, so ein Wellness. Und jetzt stirbt dort der Mann in der Sauna. Die Geschichte ist jetzt vor allem für die Krisenintervention interessant. Stirbt dort der Mann in der Sauna. Und unsere Notarztkräfte waren dort und so weiter. Und dann haben sie uns da angerufen, weil da, ne, gesagt, kommen sollen, weil Mann und Frau da und so weiter. Und Frau halt da. Und ich fahre hin zu dieser Therme. Und beim Haupteingang steht der Notarztwagen. Und der Martin, auch Kollege vom Notarztteam, hat da gerade eingeräumt und sagt, du, ja, geh auf den ersten Stock und ganz zurück. Und dann kannst du rechts rausgehen auf so eine große Terrasse. Da ist eh schon angesperrt. Die Leute von der Therme lassen da nicht mehr raus. Und da gehst du raus und da liegt der Verstorbene auf einer Bank und die Frau sitzt da daneben. Und ich gehe rauf und gehe raus und es war so Spätsommer, Abend, 7, 8 auf die Nacht, Sonnenuntergang, so ein schöner Abend eigentlich. Und gehe raus und tatsächlich, da liegt der Verstorbene auf einer Bank, Frau sitzt daneben, ich sitze mich hin, ich begrüße, ich sage, ich bin der Martin Breim vom Roten Kreuz, ich bin der jetzt Visitzeit hat, die anderen müssen wieder weg und so weiter. Und sie hat gleich erzählt und hat gleich zum Erzählen angefangen. Und der Mann in der Sauna vor einmal und dann umfallen und Notarzt und das und das und das und das. Und sie redet und redet und redet und redet. Und auf einmal sagt sie nach sicher 20 Minuten oder was, sagt sie auf einmal, sie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Muss ich das seiner Frau erzählen? Jetzt sage ich, sind sie nicht? Ne? Jetzt, ne, was man annimmt, ne, da stirbt einer, eine Frau ist da, die weint und ist betroffen, ist eine Frau, fertig, hinterfragt kein Mensch, da kein Mensch, auch für die Notarztkräfte, warum soll ich das auch hinterfragen? Jetzt war das sein Gespusi, ja, jetzt geht er mit seiner Liebe in den Zauner, mit seiner geheimen Liebe, ne, und stirbt dabei, ne? Halleluja, ne? Jetzt sage ich, boah, momentan, sage ich, nein, und boah, und dann habe ich mir gedacht, ganz im Sinne der Krisenintervention, ne, ich bin jetzt für die Frau da, und ich muss ihr jetzt helfen und sie da raushauen. Und sage ich, nein. Und sage, jetzt habe ich überlegt, was tun wir? Ne? Was müssen wir tun? Und jetzt haben wir, Polizei war sogar schon unterwegs her, weil es ein öffentlicher Ort war. Ich glaube, die waren sowieso unterwegs her. Oder habe ich einen Andi auf der Leitstelle angerufen, Polizei. Gendarmerie war das damals noch. Gendarmerie, so lange ist das aus. Gendarmerie. Kennen die Jungen, oder? Kennst du eine Gendarmerie? Schau. Glaube ich nicht. Nein, ja, vom Geschichtsunterricht, oder? Nein. Wenn du Gendarmerie noch kennst, bist du alt. Ja, das ist, und in Konsum. Hat es in Konsum auch gegeben? Hat es einen Terror gegeben in Konsum? Da habe ich nämlich auch eine Todesfallgeschichte mit Konsum. Den kennst du nicht in Konsum, oder? Nein, das hätten wir jetzt gewonnen. Ist sowas wie der Spar. Oder sowas war. Wie heißt das Bech? Das kennst du nicht. Wie heißt das? M-Preis. Ja, M-Preis, genau. Das gibt es nur Bech. Ja, ja. Aber in Konsum hat es da auch gegeben, oder? Ja. Wie bin ich am Konsum? Achso, Gendarmerie. Jetzt sind die gekommen, jetzt, Polizei muss her. Gendarmerie. Sind die gekommen, denke ich, was soll ich denn das sagen? Dann sind die gekommen und dann habe ich gesagt, du, grüß euch, blöde Geschichte, ne? Er und sie und sollte nicht sein. Und die haben gleich in männlicher Solidarität gesagt, so, nein, das ist kein Problem, das machen wir schon. Und das müssen wir zusammenhalten. Ne? Jetzt haben sie die voll lieb, gesagt, ne, sie sollten noch nachschauen, ne, ob sie noch was in seinem Auto hat von sich oder in seinem Spind und so weiter. Ne. Dann habe ich das erste Mal die Polizei beobachtet, wie sie Spuren verwischen geholfen haben. Ne, und so weiter. Ne, so, vor lauter Solidaritätsempfinden. Ne. Wer weiß, was die zwei Gendarmen selber am Kerbholz haben mit so Geschichten, ne, wie oft die wohl in den Zauner gingen. Aber, das war eine lange Geschichte, ne. Ich erzähle das jetzt so. Dann ist mir eingefallen in dem Ganzen. Jetzt haben wir dann ihre Tochter schon verständigt, irgendwann muss er kommen, muss ich anholen, die waren von weiter weg, ist eh klar, die gehen ja nicht daheim, da in den Zauner, wo man es kennt, und jetzt so weiter, und der Tochter, und bei dem ganzen Gewusel, fällt es mir vor mir ein, weil es für Krisenintervention ja wichtig auch, ne? Fällt es mir vor mir ein, sage ich zu dieser Frau, sage ich, Sie können ja gar nicht auf ein Begräbnis gehen, ne? Ah ja, nein, stimmt, ne? Sie kann, ist klar, ne? Kann schlecht auftauchen, wo, und muss warnen.
Und dann sage ich, na, soll man einen Pfarrer herholen? Ne? Einen Pfarrer herholen? Ja, ja, Fräulein. Das ist immer die wichtigste Frage, war immer die erste Frage, war, soll man einen Pfarrer holen? Ja, ja, passt. Ja, holen wir einen Pfarrer. Ne? So, jetzt rufe ich auf der Leitstelle an, Andi, der Leitstellendienst, sage ich, du, Andi, wir brauchen einen Pfarrer. Ja, passt. Ne? Dann sind die Bestatter schon angerückt, dann ist die Tochter schon gekommen und so weiter. Die Bestatter, habe ich gesagt, du, ihr müsst ein wenig warten. Ja, kein Problem. Dann ruft mich der Andi an von der Roten Kreuz, die Leitstelle, und sagt, du, ich erwische keinen Pfarrer. Dann sage ich, du, wir brauchen einen. Das hilft nichts. Ja, er sucht wieder weiter. Wieder einfach, er ruft mich wieder an und sagt, du, ich finde keinen. Sage ich, Andi, wir brauchen da einen Pfarrer. Sonst musst du was anziehen und kommen, das können wir nicht lassen. Ich kann nicht sagen, jetzt haben wir keinen. Ja, das geht. Dann hat, ne? Irgendwann hat er halt dann einen Pfarrer auf der drin. Und dann ist der gekommen. Und dann, ohne dass wer Regie geführt hätte, die Bestatter haben den Verstorbenen schon in den Sarg hineingelegt, aber offen lassen, in den Abfallsarg. Und ohne dass wer Regie geführt hätte, sind wir alle in einem Kreis um diesen Sarg gestanden. Die Frau, ihre Tochter, der ihr Freund, zwei Leute von der Therme, die zwei Bestatter, die zwei Gendarmen, ich. Und der Pfarrer hat regelrecht da auf der Terrasse eine regelrechte Aussegnungsfeier gemacht. Es war ganz schön und berührend. Die Bestatter haben wir gekrozelt und gewischt, Gendarmen haben wir gekrozelt und gewischt, ja. Ne? Und das war ganz eine berührende Sache. Ne? Und die hätte es nicht, und die hat, das ist nämlich auch in der Geschichte wichtig, ne? es gibt oft Umstände, Todesumstände, wo Menschen betroffen sind, so wie diese Frau zum Beispiel, die aber keinen Akt der Anteilnahme erfahren können, im Sinne eines Rituals auch, ne? Wie man es bei der Trauerfeier typischerweise hat. Ne? Und so weiter. Das muss man auch ein wenig bedenken bei so Sachen oft. Ne? Und das war dann eine ganz schöne Geschichte eigentlich, ne? Dort auf dieser Terrasse stehend. Und die Bestatter haben den dann mitgenommen und die Polizei, ne, überbringt halt dann einmal der Polizei dort, wo die her sind, die Todesnachricht, die Polizei dort überbringt, oder dann sitzen die mit den Bestattern in Verbindung und so weiter. Ne. Also das kann passieren. Ne. Und ich habe diese Geschichte einmal erzählt in einer Gemeinde, in so einer, ich halte oft zu so Abendvorträgen in Gemeinde, gesunde Gemeinde oder irgendwas, und da ist in der ersten Reihe vorne der Pfarrer gesessen. Ne, und weil wir ewig keinen Pfarrer gefunden haben da in der Nacht, und das war Sonntag auf die Nacht, Sonntag am Abend, jetzt habe ich dem Pfarrer da im Vortrag gesagt, sage ich zum Pfarrer, sage ich, wo Satz ist an einem Sonntag um 7:30 auf die Nacht? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Wie aus der Pistole geschossen, hat er gesagt. In der Sauna, hat er gesagt. Ja. Ja. Da habe ich gesagt, gar nicht weit weg, ne, nicht daheim. Ne, also das kann da passieren. Also die Geschichte sage ich immer gern, damit die Mann, ne, man muss halt, kann sich jeder was denken, ne, was so passieren kann. Ne. Er post die Frauen meistens und sagt, ja, wer hat das dann seiner Frau gesagt? Und so, ne. Dabei hab ich einer Frau geholfen. Ne. Aber die Männer müssen nicht aufpassen, ne, sage ich nur. Selbst das ganze Sauna gehen hilft oft nichts. Ne. Also, so weit ist. Ne. Aber es ist vielleicht eine Geschichte, ne, die lustig ist und die schnell passieren können, so Geschichten. Habt wahrscheinlich ist auch einen Haufen solcher Dinge, ne, einen Haufen solcher Erlebnisse, die auch lustig sind oft, ne, oder skurril. Genau. Meine Lieben, das ist die Zeit. Oh, ich darf nicht mehr. Drei, vier. Jetzt sind wir fertig eigentlich. Ich habe jetzt keinen gescheiten Schluss, trara oder so. Ja. Ich meine, ich konnte ewig reden über das aber Thema. Aber jetzt schauen wir mal, ob es Fragen gibt. Gell? Dankeschön, Dankeschön, danke sehr, danke sehr. Ich muss euch dann noch was sagen in eigener Sache. Ich muss euch dann noch was sagen. Nein, genau. Ich habe am Anfang gesagt, Thanatologe, und die Thanatologie, habe ich gesagt, beschäftigt sich mit der Frage, wie leben wir mit dem Tod, könnte man sagen. Und ich produziere seit voriges Jahr im September mit einer ORF-Redakteurin zusammen so einen Podcast. Podcast kennt ihr ja, oder ist eine Radiosendung zum Nachhören. Und dieser Podcast hat den provokanten Titel Und aus, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Träume im katholischen Tirol gar nicht sagen, aber, ne, aber hört es da mal rein. Könnt ihr auf der Homepage. Das könnt ihr ein wenig auftragen, wenn die Verwandtschaft auf Besuch ist oder so im Hintergrund, kann man das ein wenig rennen lassen. Ja. Da gehen wir allen Fragen nach, von bis. Ja. Das wollte ich noch sagen. Ja. Da darf es einmal rein los. Podcast. Hoch mal rein, sowieso. Los, zehn. Ja, danke. Danke Martin. Danke schön. Danke, danke. Wer sind denn die morgen? Wer ist morgen dabei? Sind da eine Herrin? Ja. Ah, super. Ja, klar. Super. Es sind schon ein paar Fragen eingetrudelt. Ja, super. Das ist super. Aber ihr seid dann eigentlich die da sind, sind die wichtigsten. Also eure Fragen kommen dann auch ganz gleich. Ich wollte nur, mir ist jetzt die ganze Zeit während deinem Vortrag nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Einer der, ist mir wirklich gut in Erinnerung geblieben, einer meiner ersten Toten bei der Beigrettung, war ein Suizid, da oberhalb von Innsbruck, war der Tipp für die Einsatzkräfte. Das hast du nämlich gesagt, Tipps für die Einsatzkräfte. Der wichtige Tipp für die Einsatzkräfte war,
schau ihm nicht ins Gesicht. Ja, ja. Schau ihm nicht ins Gesicht. Kannst hinschauen, wo du willst. Ja, nicht in den Baum. Aber schau ihm nicht ins Gesicht. Genau. Ich habe den Tipp übrigens berücksichtigt. Ich habe ihm nicht ins Gesicht geschaut. Ja. Ich habe ganz intensiv den Baum angeschaut, ja, wo er dran gehängt ist. Und seitdem, ja, wenn ich da oben, das ist da oberhalb von der Hungerburg, jedes, ja, Mal, wenn ich da vorbeigehe, ja, sehe ich den blöden Baum. Ja, ja, ja. Du hast den Baum schon gesehen. Steht immer noch da, der depperte Baum. Ja, ja. Hätte ich ihm ins Gesicht geschaut, dann, naja, alles dann. Wir haben eine Frage online aus Südtirol gekriegt. Ich meine, die sind als erstes dran. Ja, als erstes? Als erstes da? Nein, ich müsste. Als zweites. Als zweites, ich lese sie vor. Und zwar deshalb, weil es mich so wahnsinnig freut, dass man in Südtirol, ich darf den Namen auch sagen, der Willi Feichter hat uns zugeschaut von der Bergrettung Südtirol, von den Bergrettungsbiers Südtirol, der selber also viel auch mit Angehörigen arbeitet, Krisenintervention arbeitet. Super. Und deswegen soll die Frage nicht despektierlich sein, aber umso wichtiger. Hallo Gebi, kannst du Martin fragen, wie er die Dienstleistung des Kriseninterventionsteams, also Martin, wie siehst du die Dienstleistung des KITS in der heutigen modernen, schnelllebigen Welt? Wird hier nicht irgendwie den einzelnen Menschen immer mehr die Fähigkeit entzogen, sich direkt oder indirekt mit dem Tod auseinanderzusetzen? Ja. Tod als Bestandteil des Lebens. Also nimmt das KIT nicht eigentlich den Menschen ganz viel von der Auseinandersetzung, die sowieso notwendig ist, weg? Ja, da hat der Willi nicht Unrecht. Das ist wie immer alles ambivalent zu betrachten. Ne? Nicht nur der Leichnam löst Ambivalenz aus, vieles ist ambivalent. Ne? Das wunderbarer Dienst, diese Kriseninterventionsgeschichte. Aber ich habe euch erst erzählt von meinem Freund, der Andreas, wo die Tochter gestorben ist und die Umwelt, die sie umdraht und wegdraht. Natürlich könnte es sein, dass diese Kriseninterventionsgeschichte einen Pferdefuß hat, dass man nämlich der Allgemeine suggeriert, ja, auf eine Trauernde zugehen kannst du nur, wenn du Profi bist. Ja? Also da brauchst du Ausbildung, weil sonst kannst du so viel schief machen, dass huhuhu. Ne? Das könnte so ein Effekt sein vielleicht. Ne? Weil man natürlich allenthalben hört, da ist das und das passiert in den Medien und dann hört man, und die Angehörigen die wurden von der Krisenintervention betreut. Ne? Und vielleicht auch suggeriert es vielleicht auch, ne, bei der Bevölkerung, als könnte man diese akute Trauer lindern oder lösen. Ne? Menschen glauben oft wirklich, die Allgemeinbevölkerung, da kommen jetzt die Leute von der Krisenintervention und die sagen ein paar schlaue Sätze, weil die haben ja Schulung und dann geht es den Leuten wieder gut. Ne? Und das ist natürlich nicht der Fall. Aber was der Willi meint, war jetzt super, wenn er da war. Wie er meint, die Auseinandersetzung mit dem Tod hat er gemeint. Gell? Also, ja, also er meint, ob man sozusagen nicht die Menschen irgendwie bevormundet, als ob sie selber nicht mit dem Tod umgehen könnte. Früher hat man das durch Rituale gemacht und irgendwie sind die Leute auch ohne professionelle Begleitung da gekommen. Ja, ja. Da muss man halt aber vorsichtig sein. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch, bin ich halt bei diesem, alles ist so und so. Ne? Also auch früher war nicht alles nur schön und natürlich, das war also ich bin nicht so dabei, dass man sagt, früher war der Umgang mit dem Tod und mit der Trauer ach so ein natürlicher und ein guter, das glaube ich gar nicht. Also wenn ich meine Oma befragt habe, das war nicht nur super. Also früher war es so, wenn da ein Kind gestorben ist, was bei meiner Oma war, die war Magd, ne, also beim Bauen. Und da sind oft bei den jungen Mägden vielleicht Totgeburten gegeben und so, da war klar, du musst wieder weiterarbeiten, wurscht, kannst du ja wieder nichts machen und so weiter. Ich will überhaupt kein akut Betroffener sein oder jetzt treibt es uns eh schon an. Ja. Ist das Unheimliche da, ne? Das war in der ersten Einheit super gewesen. Wenn wir da vom Gruseln und vom Lift runterfahren, auf einmal geht es leichter. Ne? War da heute schon im Frasen gefallen. Hast du das ausgeschaltet? Ne? Ja. Mein Arsch. Was habe ich jetzt gesagt gehabt? Genau, früher war es auch oft sehr, also was ich sagen will, ich bin lieber gegenwärtiger akut Betroffener als wie vielleicht 1921 oder so, glaube ich. Also genauso wie ich lieber heute eine Blasenentzündung habe als wie vor 100 Jahren. Also ich meine, ich habe es heute auch nicht gerne bei meinen gehabt, danke, ja, braucht man nicht. Aber das ist eine interessante Frage von Willi, da könnte man voll lang diskutieren, war super, wenn er da war. Ja, ja, vielleicht schickt er uns noch was. Gibt es eine Frage im Raum? Traut sich jemand? Die müssten nur das Mikro da hinbringen, damit man das im Internet auch mitkriegt. Wir haben ja jetzt ganz viel über eben so Ambivalenz und auch die Rituale und alles gehört und ich frage mich, und auch die Volksmythen oder Volksglauben, das ist ja, denke ich mal, schon zum beträchtlichen Teil wahrscheinlich gesellschaftlich und auch religiös geprägt und als Thanatologe hast du da Erfahrungen, wie das in anderen Religionen, Gesellschaften oder sind gerade so die Einladungen, was wir jetzt ein bisschen gehört haben, ist das eigentlich universell auf jeden Mensch in so einer Trauerphase umlegbar?
Warte noch schnell, lass noch schnell das Mikro. Was meinst du jetzt? Der Schluss war jetzt... Ja, mir ist klar, dass man jetzt über Tod und eben also Tipps aus dem Rassiker in anderen Religionen und Gesellschaften ist wahrscheinlich auch tagesfüllendes Seminar, aber mir ist aufgefallen, oder das sind recht viel, oder die Anekdoten und so, das hat sich jetzt für mich recht österreichisch-christlich angehört. Ja, so meinst du, ja. Und bist du im Zuge deiner ganzen Arbeit und so, hast du da schon Erfahrungen mit anderen Kulturen, Religionen und so? Ja. Wir können beobachten, ne, dass diese, also... Wir kennen das nahezu, ich will nicht sagen in allen, weil alle Kulturen kennen wir nicht oder kenne ich nicht. Und es gibt da Kulturen heute noch, zum Beispiel im Amazonasgebiet und in Amazonenregenwald. Ich kann es jetzt nicht nennen, wie es heißt, weil ich es nicht aussprechen kann. Das ist zum Beispiel eine Kultur, die uns sagt, dass offenbar nicht immer auf der Welt schon Menschen, gerade die Kirchen sagt das halt gern, dass die Menschen immer schon was geglaubt haben, dass die Menschen immer schon Rituale gehabt haben und so weiter. Das stimmt nicht. Es gibt auch gegenwärtige Kulturen auf der Welt, die es nicht haben. Die ja Tote bestatten, aber jeden anders. Wie soll gerade passt, den einen sitzt, den einen liegt, den anderen schmeißen sie ins Wasser rein, wie soll gerade hergeht. Ja? Aber das ist spannend. Also, dass immer alles schon so war, das kann man nicht sagen. Aber was man doch beobachten kann, ist, dass diese Ambivalenz gegenwärtig in vielen Kulturen zu beobachten ist. Also, wenn ich meine Seminare oft Leute drin habe, aus Rumänien, aus Ungarn, na, da spielt es sich ja. Also da ist spannend, was dort heute noch da ist. Ne? Und was immer so interessant ist, was so typisch ist zum Beispiel, kann sein, sitzt vielleicht eine Pflegekraft darin, die aus Ungarn ist. Wenn ich in Wien Seminare habe, hast du fest von den Nachbarländern, überall die Leute da, ne? Ist voll klasse, Slowakei, super. Ne? Und dann ist oft der Einstieg der, dass die sagt, die liebe Frau aus Ungarn sagt, Nein, aber bei uns ist das heute noch so, wir haben ganz einen Umgang, also bei uns wird da gefeiert in diesen Tagen und es kommen alle zusammen und es ist so schön. Und dann sage ich, und dann frage ich immer nach, dann sage ich, ja, aber es gibt bei euch sicher auch irgendwas, Rituale, wenn du die nicht einhältst, wird es ungut. Und dann kommt eine Lawine von Geschichten. Ne? Zum Beispiel, dass die manchen, in Ungarn fällt mir in ein paar Gemeinden oder in ein paar Gebiete, Landstriche, ist so, wenn ein Verstorbener daheim stirbt, darf man in die ersten 24 Stunden in diesem Haus nicht schlafen. Weil, wenn du schlafst, so die Idee im Volksglauben, dann geht die Seele aus dem Körper und dann kommt der Tode die mitnehmen. Ja? Also, da, also eine Fülle. Also ich weiß, mir ist noch nichts untergekommen, auch jetzt bei diesen Kulturen, die man kennen, da jetzt, außer vielleicht die Amazonaswald, die ich nicht kenne, aber bei denen, die wir kennen, wo es diese Ambivalenz nicht gäbe. Gern werden so Dinge herangezogen, auch, dass man sagt, ja, aber schau in Mexiko, da feiern sie und singen sie beim Last Dias Mortis, das wird gern alle Heiligen angeführt. Na schau, es gibt ja Kulturen, die haben ganz einen anderen Umgang. Und wenn man genau schaut, hochambivalent, dieses Feiern, Singen, Bunte und Laude hat auch den Grund, ne, bei dieser Last Dias Mortis-Idee kommen die Toten aus dem Totenreich zurück in dieser Zeit. Und dieses Feiern, Singen, Bunte und Laude hat auch den Sinn, dass die Verstorbenen wieder zurückfinden, weil da bleiben sie nicht. Und was passiert, wenn da mal zurückkommt und die bitte ja kein Essen an? Dann wird der wahrscheinlich ungut. Ne? Also es ist immer Ambivalenz. Und solche Rituale sagen uns überhaupt nichts aus über diese in uns sitzende Todesangst und das Verhältnis zum Tod. Ne, wir werden nicht glauben, dass in Mexiko eine Familie anders erlebt, oder wo das 10-jährige Kind bei einem Unfall stirbt, wie eine Familie in Innsbruck. Und wir werden nicht davon ausgehen, dass eine Mexikanerin anders geht, wenn sie eine Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs kriegt, als wie eine Salzburgerin. Es wird sich dasselbe ausspielen. Aber was wir beobachten können, und das sage ich alles, das müsst ihr immer bedenken, was ich da heute geredet habe, da redet einer, der an gar nichts glaubt. Und der ich glaube an nichts, aber das, ne, das heißt nicht, dass das richtig ist, aber Und darum reduziere ich halt das vielleicht auch zu sträflich, dass man sagen kann, ja, dieses Thema Tod, diese Unverfügbarkeit des Todes, diese Konfrontation mit dem Tod von geliebten Menschen und der tote Körper, der zurückbleibt, ne, das hat nur jede Kultur veranlasst, das zu handeln. Ne, und da auch Dinge aufzurichten, um diesen Tod vielleicht nicht nur zu beherrschen, aber auch vielleicht zu erklären, woher kommen wir, wohin gehen wir, ne, ob das jetzt Wissenschaft ist, Religion ist. Es geht letztlich dabei, um diese Unverfügbarkeit, wie ich ja gesagt habe, verfügbar zu machen, dass wir Erklärung haben, warum gibt es was, wo gehen wir hin, wieso gibt es uns auf der Welt, was ist nach dem Tod. Ne? Das bedienen all diese verschiedenen
Disziplinen, wenn man so will, ne? Also die Kultur, die Rituale, die Religionen und so weiter, was die Menschen halt auch immer schon ausgedacht haben. Ne? Die Religionen haben sie, widersprechen sie zum Teil. Ne? Also wurscht, die einen glauben das, die einen sagen so. Wir müssen sich vorstellen, es gibt ungefähr, das ist nur eine Schätzung, dass also wie viele hunderttausende Götter es schon gegeben hat, ne? Bevor dann der Richtige gekommen ist, ne? Ist ja klar, vor 2000 Jahren. Aber, ne? Aber da hat es so viele, da hunderttausende. Ne? Weil ich ungläubig bin, hat einmal ein Freund von mir als Pfarrer, das ist aber lustig, ne? Und dann sage ich aber, schau, in Benedikt, den Papst und mich unterscheidet ja quantitativ kaum was. Ne? Weil der Papst Benedikt glaubt an 500.000 Götter nicht und ich an 500.000 und einen nicht. Also so viel unterscheidet uns ja gar nicht. Ne? Weil er glaubt ja an die anderen, die schon waren auf der Welt, auch nicht. Ne? Aber das führt uns schon wieder weg. Aber das sind so interessante Fragen, genau was du sagst. Es gibt ein Seminar von mir, das ist kein Seminar, sondern das ist eine moderierte Reflexion. Das heißt, ich sitze nicht 8 Stunden da und rede, wie sonst beim Seminar. Und das Seminar heißt halt auch, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot, Fragezeichen. Und da sitze ich mir mit kleinen Gruppen bis zu 10 Leuten zusammen und wir reflektieren über unsere eigenen Ängste, unser eigenes Thema mit dem Tod und so weiter. Und da tauchen auch viele solche Fragen auf, spannenderweise. Aber da konnte ich ewig drüber reden, da machst du ein Fassl auf. Das war jetzt sicher unbefriedigend, aber das war jetzt sicher unbefriedigend, aber das ist das ist spannend. Ne? Ich tät trotzdem, es sind zwar online auch noch mehr Fragen zum Thema Religion auch schon aufgedacht. Ich tät zuerst noch eine schießen, die auch eine metaphysische Frage ist, und zwar deshalb, weil sie offenbar von jemandem aus dem Beigrettungskontext auch kommt oder gefühlt jedenfalls. Die Frage ist, ob du eine Erklärung hast, warum eigentlich in unserer Kultur der Lawinentod so überproportional wahrgenommen wird im Vergleich zu anderen Arten zu sterben. Also die Wahrnehmung ist offenkundig, wenn irgendjemand in der Lawine stirbt, dann stehen die 3 Tage in der Zeitung. Ach so. Und viele andere Arten zu sterben, daheim im Bett oder so, interessieren wenige. Also so, ja. hast du eine Erklärung, warum bestimmte Arten von Tod, und das Beispiel war jetzt halt der Lawinentod, so überproportional offenbar öffentlich aufschlagen? Also das kann ich gar nicht, kann ich sagen dazu, weil das fällt mir nicht auf. Also das kann ich, aber also solche Fragen sind wahrscheinlich auch rein medial, also Medien theoretisch zu beantworten, ne, dass die Medien natürlich auch diese Dinge bedienen, die Sensation erzeugen, ne, also die halt Action erzeugen. Es ist jetzt wenig spannend, wenn die Zeitung schreibt, Mann 78 gestern über Nacht zu Hause eingeschlafen. Ne. Also wenn ich sage, Lawine, Oberganger, 8 Leute verschüttet, Katastrophen, ne, der Tod hat das Ötztal heimgesucht, ne, und so weiter. Das ist ja ganz anders. Ne. Es wird eine medientheoretische Frage sein, ich weiß nicht, aber ich kann es gar nicht beobachten, ich kann es nicht beurteilen, auch nicht, also ich weiß okay. nicht. Ja. Passt. Fragen im Raum. Mag jemand im Raum? Da hätten wir eine. Das war nicht metaphysisch. Medienphysisch. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Ich hätte noch eine Frage gehabt, nämlich eigentlich so aus der Sicht des Bestatters, Bestattungen oder Abschiedsfeiern, gibt es da noch ein paar gute oder bemerkenswerte Geschichten? Und meine zweite Frage wäre, wie täten sich das eigene quasi vorstellen? Also ob das jetzt Begräbnis mit dem Pfarrer wird es nicht sein in dem Fall, aber Abschied nehmen quasi für den Rest, gibt es da Tipps oder ich sage gute Erlebnisse? Wie meinst du Abschied nehmen für den Rest? So. Nee, ich meine jetzt konkret, also Abschiedsfeier, Begräbnis quasi. Nicht jetzt den ersten Moment, sondern eigentlich das im Anschluss dann, wenn es schon ein bisschen verarbeitet ist. Also du meinst das Begräbnisritual an sich? Ob's da was, ob wir was Spezielles erlebt haben an Begräbnisfeiern? Mhm. Ja, alles, was halt sich im Rahmen der österreichischen Rechtsordnung befindet, kann man machen. Und haben wir auch erlebt, haben wir auch gemacht. Wir haben so im Jahr 1200 Todesfälle betreut und da ist schon interessant, ne, wenn man eine Landeshauptstadt mit allen möglichen Kulturen und allen möglichen, es ist ja nicht nur Religion interessant, gegenwärtig ist ja die Esoterik auch stark da, ne, Engelsenergie, Quantenheilung und so weiter. Und wir haben, wie heißt das, Keltenbegräbnisse gemacht, buddhistische Beerdigungen, da spielt es sich ja, weil da haben die da den ganzen Tag, das ist extrem schwer, weil du musst erst einen buddhistischen Mönch finden, der sowas leiten darf, das ist gar nicht, das haben wir erst in Wien einen Auftrieb. Und die haben da einen ganzen Tag so ein Prozedere gemacht mit Tonnen von Reis und 1 Milliarde von Räucherstäbchen. Wir haben da die Berufsfeuerwehr angerufen, damit die Bescheid wissen, weil es bei uns bei Ole Lech rausgekracht hat, bei der Aufbauungshalle hinten. Da hat es rausgeknöbelt, alles brennt, die Burg.
Oder spannend auch mal gewesen, eine Beerdigung von Sinti Roma. Also der hat mir das gestattet, dass ich das Zigeunerbeerdigung. Ja. Und das war ja auch spannend. Da haben wir zum Beispiel die Sorgträger, die den Sorg getragen haben zum Grab und dann den Sorg versenken. Da war ich dabei bei den vier. Die haben alle ein Handtuch, ein Frottee-Handtuch gekriegt und das haben sie uns mit einer Sicherheitsnadel da aufgesteckt. Also beim Gewand, die ist dann rechte die Schulter runtergehängt, an der äußeren Schulter. Und der Totengraber hat auch eins gekriegt. Und das war ein Geschenk des Toten an die vier, die den Sarg tragen und an den Totengraber. Und dann sind wir mit dem Sarg raus und dann haben wir sich vorher den Weg anschauen müssen, weil klar, weil der Auftrag war, wir müssen immer am Drittel, nach dem ersten Drittel des Weges stehen bleiben mit dem Sarg. Dann haben so Geiger gespielt und voll gesungen und gespielt. Wieder ein Drittel gesungen und gespielt und dann waren wir am Grab. Und dann stehen wir am Grab um. Und den Akt kennt sicher alle, wenn dann ein Erdbegräbnis ist, dann stehen einmal diese vier Hanselbestatter da mit dem Sarg auf dem Grab um, mit dem Seil, wenn man händisch versenkt, ne, und warten sozusagen aufs Kommando vom Pfarrer. Und bei uns beim katholischen Begräbnis ist es meistens so, der Pfarrer segnet das Grab irgendwie und dann geht der Akt halt los des Versenkens. Und wir haben ja da nichts verstanden und auf einmal fängt der Pfarrer eine uralte Bettflaschen, ein halber Liter, die war komplett zerfetzt, also uralte Flaschen, fängt der die vor mir aus, schrauft die auf, da war was Rotes drin und schiebt das in das Grab rein, da vor uns, und jetzt hat man es gerochen, es war ein Rotwein. Jetzt hat der nur einen Rotwein geschickt und dann haben wir den Sarg drauf versenkt. Ne? Vielleicht war er Winzer oder was. Nein, aber das ist ein Ritual. Also da könnt ihr natürlich viel erzählen, ne? Das ist spannend. Aber auch so, das Wichtigste war für uns, dass die Angehörigen alles tun können, was sie möchten. Erstens leiblich Abschied nehmen, auch wurscht, wie der ausschaut. Man kann nie als Bestatter eigentlich, so ist mein Credo, sagen, nein, das geht nicht mehr. Sondern man kann sich nur mit den Leuten zusammensitzen und das erarbeiten, ne? Was ist der Fall, was können wir für sie machen und was können sie die Leute vorstellen. Ne? Das können wir verbinden, das können wir andenken, vielleicht ist es wichtig, dass nicht der Tante noch sehen und so weiter, das können wir machen. Alles, wir können nie die Leute drüber stülpen. Und da ist natürlich auch viel Interessantes passiert oder Schönes. Es hat zum Beispiel mal bei uns ein Mann, ein Vater von einem Buben, der gestorben ist, der war 16, und die haben aber ganz viel zettelt und im Schlafsack auf der Wiesen gelaufen und so. Und der hat dann einmal eine Nacht bei uns in der Aufbahrungshalle neben ihm gelaufen. Noch. Die letzte Nacht im Schlafsack in der Aufbahrungshalle neben dem Sarg. Ja. Und solche Dinge, da kennt man auf. Nahezu Rockkonzerte gehabt und Sound angeschüttet und also tot und tief. Ja. In diesem Zusammenhang ist eine Frage per E-Mail gekommen, nämlich: Wer entscheidet eigentlich rechtlich drüber, das lässt sich vielleicht eh schnell beantworten, ja. Wer entscheidet eigentlich rechtlich drüber, ob wir den Toten jetzt nochmal sehen, berühren, was mit dem jetzt eigentlich, wer entscheidet das? Da gibt es keine rechtliche Entscheidung. Die Hinterbliebenen haben das sogenannte Totenfürsorgerecht. Das ist ein Persönlichkeitsrecht von uns allen, das wir haben, dass wir die Totenfürsorge leisten können dürfen, sogar müssen, wir haben sogar Bestattungspflicht. Und innerhalb dieses Totenfürsorgerechts verbirgt sich die sogenannte Verfügungsberechtigung. Das heißt, die Hinterbliebenen können ja ein Stück weit über diesen toten Körper verfügen. Ich kann ja sagen, über eine Erdbestattung, Feuerbestattung und so weiter. Natürlich ist diese Verfügungsberechtigung eingeschränkt der Hinterbliebenen durch öffentlich-rechtliche, sanitätspolizeiliche Vorschriften. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, der Opa ist gestorben daheim, ne, und ja, müssen wir Bestatterin holen und die wird kommen und die wird den Opa irgendwo hinführen in die Leichenhalle und für das Fahren verlangt sicher Kilometer Geld. Jetzt haben wir ins Code Octavia, ein Kombi, dann haben wir einen in Opa, in Firma selber. Der Brian hat gesagt, wir sind nicht verfügungsberechtigt. Das geht nicht. Es gibt so sanitätspolizeiliche Vorschriften, wie ein Fahrzeug beschaffen sein muss. Es geht auch um Pietätsfragen, ne? Es ist nicht pietätvoll verstorben in den Kofferraum tun und so weiter. Aber letztlich sind die Leute verfügungsberechtigt und das Wichtige ist das, die Bestatterin ist eigentlich genau betrachtet ausschließlich eine Dienstleisterin. Die Bestatterin assistiert den Hinterbliebenen. Die Bestatterin stellt vielleicht Dinge zur Verfügung, die sofort vorgeschrieben sind, zum Beispiel das Fahrzeug. Ne, so eins hat die Bestatterin, wo man Verstorbenen transportieren darf. Wenn ich so ein Auto habe, für ihn selber. Aber in diesem zur Verfügung stellen dieser Dinge ist die Bestatterin eine Dienstleisterin wie jede andere auch. Das Bild ist wahrscheinlich in Österreich sehr stark so, dass da ich bin, der Betroffene, da die Bestatterin und das sagt mir, was ich darf und was nicht. Ja, das hat bei uns den Grund, weil wir in Österreich auch ewig ganz was Furchtbares gehabt haben, was es mittlerweile eh nicht mehr gibt, aber diesen Gebietsschutz. Wir haben ewig diesen Gebietsschutz gehabt. Nein, es ist nur die Bestatterin da, bestatten darf sonst keiner. Jetzt hat das schnell so den Eindruck gehabt von, naja, das ist irgendwie von Amts wegen, ne? Die schafft mich an, das stimmt überhaupt nicht. Bestatterin ist mir gegenüber, aber natürlich,
hat es den Grund. Die Leute sind in der Ausnahmesituation, bei der Leute spielt sich auch, bei der Trauerten spielt sich auch diese Ambivalenz ab. Ne? Und natürlich erlebt man die Bestatterin als die, die mir das auch übernimmt, die mich da auch befreit von diesen ambivalenten Gefühlen, was wir Vormittag oder vorher gesagt haben, ne? Und vieles mehr. Aber rechtlich gibt es da gar nichts. Ne? Also es steht nirgends, auch im Tiroler Landesgesetz sicher nicht. Ne? Paragraph 17 Absatz 3, ob bei einer schweren Kopfverletzung darf ein Angehöriger einen Leichnam sehen. Das ist völlig unmöglich. Ne? Gar nicht. Ne? Das Bild ist nur ein ganz anderes bei uns. Ne? Das Bild ist ein ganz anderes, dass die Angehörigen gar nichts dürfen, können, wissen, machen, nur die Bestatterin sagt mir, wie es geht. Ne? Ist klar, in dieser Ausnahmesituation erlebt man das sofort auch so, ich bin emotional völlig neben der Spur, kenne mich inhaltlich nicht aus, wie geht das jetzt, Pfarrersorg, Friedhof, Sterbeurkunde, Krematorium, keine Ahnung. Ne? Klar, dass es natürlich da Machtgefälle gibt, ne? Aber eigentlich ist die Bestatterin meine Dienstleisterin. Ich habe einmal einen Monat in Berlin in einer Bestattung mitgearbeitet. Und in Berlin ist es zum Beispiel Standard, dass die, dort gab es nie diesen Gebietsschutz und die Berlinerinnen sehen offenbar nur viel schärfer die Bestatter als Dienstleister. Ne? Das hat sein können, dass da Leute angerufen haben, das ist dort gang und gäbe, dass da Leute anrufen und sagen sie, der Opa ist gestorben oder der Vater, wir möchten den Kostenvoranschlag. Ne? Das probierst du mal beim Bestatter in Brixen, ne? der trat durch. Ne? Und der wird sagen, kann er gar keinen Kostenvorschlag geben, weil das ist so viele Positionen, die man da jetzt gar nicht wissen kann vorher. Aber da ist, es gibt okay. Da keine, ja. Also Im Tiroler Gemeindesanitätsgesetz steht übrigens schon ein paar Blödsinn auch drinstehen, aber das wäre jetzt eine andere Diskussion. Was steht drin? Ein paar Sachen, die ja Blödsinn sind. Zum Beispiel dürfen in Tirol ja Menschen nur ausschließlich am Friedhof bestattet werden. Mhm. Es hat eine längere politische Diskussion auch dazu gegeben, warum Menschen eigentlich nur am Friedhof bestattet werden dürfen. Und der reale Grund, warum das so ist, ist, weil der Gemeindeverband sagt, ich brauche die Einnahmen. Na klar. Klar. Also geht es darum, dass der Friedhof von der Gemeinde betrieben wird und die rechnen damit, dass eine bestimmte Anzahl von Leuten stirbt. Ja, so, fertig. 1% der Bevölkerung stirbt in New York, hast du ungefähr ausrechnen, was reinkommt. Ne? Frage im Raum. Ja, sicher. Genau. Frage im Raum. Ah, das ist interessant, was du sagst, ja. Hört man mich? Hört man her, nicht, ne? Hallo. Ah, jetzt? Ja. Hallo. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man trauern kann, gell? Ja. Und es gibt ja manche, die sagen, es gibt schlechte Art und Weise zu trauern, sei es jetzt mit Alkohol, mit Suchtmitteln. Ach so, ja. Würden Sie der Meinung auch vertreten, wenn ja, soll man da eingreifen, um das Wohl des trauernden Menschen, oder soll man ihn so trauern lassen, wie er es für richtig hält? Ja, das ist weil was, also da kommt es auch darauf an, welche Rolle wäre ich. Also wer bin ich, dass ich eingreifen kann? Weißt du, was ich meine? Wer, also wenn das jetzt mein bester Freund ist oder wer, zu dem ich einen persönlichen Zugang habe, ne, und der sich der kübelt sich da in einer bedenklichen Weise dauernd weg mit Bier oder was. Das ist in Österreich natürlich eine schwierige Frage, was ist bedenklich, was nicht. Ne? Also jetzt dann. An Alkohol, das muss man jetzt, das kann man da schon schwer sagen. Ne? Aber also ich würde, wenn das mein Freund ist und ich nehme das wahr, würde ihn darauf anreden. Ne? Ich würde sagen, was ich bemerke, ich würde sagen, du, ich sehe, dass du eigentlich da ganz schön viel trinkst manchmal und ich mache mir da Sorgen oder so. Oder wieso ist das so und wie geht es dir da und so weiter. Und vielleicht, ne? Aber wer würde intervenieren? Ne? Aber das Blöde ist halt am Alkohol natürlich bei all diesen Dingen, der Alkohol ist insofern blöd, weil er so super wirkt. Es gibt kein besseres Mittel, das werden die Medizinerinnen und Ärztinnen bestätigen, das so gut entspannt, so gut Abstand schafft, so schnell und so leicht wirkt. Also der ist einfach so ideal. Drum haben wir ja, ne, das Phänomen. Aber, und was natürlich beim Alkohol ist und bei den Medikamenten, auch, das werden wir morgen im Seminar noch klarer merken, die Psyche tut in der akuten Zeit ganz viel, um auch immer wieder mal auf den Schmerz und auf die Hilflosigkeit auf Distanz zu kommen. Die Psyche geht auf Distanz, nicht zum Beispiel auch stark in Form von Dissoziationen. Das kennt sicher, dass Leute oft sagen, Trauernde oft sagen, in diesen ersten Zeiten, diesen ersten Tagen, da, ich habe nur funktioniert. Ich bin wie neben mir gestanden. Ich war wie ferngesteuert. Das ist eine Form einer Dissoziation. Das Ganze ist nicht real, wie wenn es nicht echt war. Da geht die Psyche auf Distanz. Ich bin wie neben mir gestanden. Ne? Und solche Medikamente oder was der Alkohol da verschafft, ist, das ist der Ton weg, ist, bringt auf Distanz. Ne? Also, danke, ja. Das muss ich schlicken dann. Nein, es ist auch weg, jetzt ist alles weg.
Und so Mittel können oft helfen, oder die Ärztinnen setzen oft bewusst vielleicht nach einer Zeit einmal was ein, damit die Leute einmal auf Distanz kommen. Ne? Weil durch eine Substanz kann ich mal einen Abstand kriegen. Ne? Was die Psyche eh sonst macht, ne? man fühlt, wenn das nicht ganz echt war oft, und es dauert lang und so, ne? Bis man es realisieren kann und so weiter. Aber Medikamente können natürlich auch oft helfen, dass die Leute einmal auf Distanz kommen. Ne? Auch bei Panikattacken gibt man Medikamente, damit die Leute mal auf Distanz kommen, ne? Dass sie mal ohne Angst rausgehen können. Dann ist das auch wieder üben. Ne? Aber wenn das ein guter, mir bekannter Mensch ist, würde ich ihn darauf anreden, natürlich, ne? Weil man schon Sorgen macht. Ne? Weil günstig ist es nicht. Ne? Also sauft man sicher schlecht. Ne? Also so viel das, vor allem. Ne? Genau. Das System startet, jetzt nehmen wir das, noch eine Frage da und dann vielleicht noch eine online und dann, glaube ich, haben wir ja ganz gut. Hans? Jede Frage. Oder? So laut, dass alle hören. Schon ein Fall. Nein, ich sage es eh, ich kann es eh wiederholen. Aber der laute Stimme. Mit dem Saufen, ja. Jetzt kommen wir zum Saufen. Martin, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, der Spruch, dass im Tiroler Unterland ein Begräbnis lustiger ist, ja, wie im Tiroler Hochzeit. Oberland eine Hochzeit. Also. Ja. Ist das, weil die unten einfach mehr saufen? Wahrscheinlich, ja. Sicher sogar, ne? Sehr klar. Wird gescheit bechert, ne? Hört man uns jetzt draußen schon wieder? Ja. Mehr hört man nicht. Nein, herinnen nicht, aber draußen schon. Ah, herinnen nicht, aber draußen hört man alles. Super. Dann würde ich nämlich vielleicht die zwei Abschlussfragen online noch dran nehmen und dann ratschen wir da noch mit Martin. Dann sind alle selber schuld, die nicht live dabei waren. Genau. Ja, genau. Eine Frage von der Judith, das ist Ortsstelle Kramsach, was ich zufälligerweise. Martin, was würdest du einem Hinterbliebenen raten? Schwerverletzte noch einmal sehen oder nicht? Na, da kann ich ihm gar nichts raten. Also wie es bei uns, wir haben uns halt bemüht in der Bestattung immer, es gibt so eine Philosophie bei den Bestatterinnen, bei den moderneren vielleicht, die sagen, wir als Bestatterinnen assistieren den Hinterbliebenen. Und das heißt, was ich erst schon gesagt habe, ne, was wir in solchen Fällen getan haben, war, dass wir uns mit den Leuten zusammengesetzt haben, besprochen haben, was ist der Fall. Ne, sagen wir, sie wissen, ne, es war der Unfall, es ist das passiert. Es gibt die Kopfverletzung, es gibt die Verletzung, es gibt die Verletzung. Wir kennen das verbinden, wir könnten das abdecken. Vielleicht ist aber so viel verletzt, dass man sagt, na, wir können da jetzt mit verbinden nichts machen, aber wir könnten es vielleicht so machen, wenn sie möchten, wenn sie überlegen sind, das ist in diesen Tagen noch, ne, horchen sie da auf sich. Wir könnten auch einfach alles schön abdecken mit weißen Tüchern. Sie können vielleicht, dass die Hand noch mal berühren können vom Mann und so weiter, weil die in Ordnung ist und so weiter und so weiter. Also man kann sich nur zusammensitzen, mit den Leuten besprechen, was der Fall ist, aber immer mit der Absicht dahinter. Ich als Bestatter habe überhaupt keine Intention. Ich will nicht, dass sie es tun und ich will nicht, dass sie es nicht tun. Ne? Sondern unser Credo war immer das, horchen sie auf sich in diesen Tagen bis zum Begräbnis. Und wenn sie das Bedürfnis noch mal haben, dass sie noch mal sehen möchten, dann sagen sie es. Und eben dann, wenn die Umstände so sind. Ne? Das war oft wichtig. Und auch, sozusagen, die Leute sind oft hoch ambivalent. Ne? Da sitzt dann die Frau, möchte den Mann aber nur mehr sehen, hat aber Angst, ne? Was ist, wenn ich siege? Vielleicht siege ich was ich nicht mehr rausbringe. Und da gilt es auch, ganz wie vorher bei der Begegnung mit den Betroffenen, die Frau wahrzunehmen in ihrer Ambivalenz. Ne? Da haben wir oft rückgemeldet, auf der einen Seite möchten sie ihn sehen, oder? Und auf der anderen Seite haben sie die Ängste und so weiter. Und wenn man Leute in dem wahrnimmt und sie das ausdrücken lässt, dann kommen die in diesen Tagen zu einer Entscheidung für sich, die für sie gut ist. Also in der Regel war es so. Das Wesentliche ist das gewesen immer, dass ich nicht will, dass sie es nicht tun und will, dass sie es tun. Natürlich muss ich, und das ist viel, viel wichtiger, und das ist eigentlich die Triebfeder, gar nicht darf es rechtlich, gar nicht wie Verletzung wie, sondern wenn ich als Bestatterin, als Bestatter oder als sonst wer Menschen einlade, sie am offenen Sarg zu verabschieden, im Sinn von horchen sie auf sich, wenn sie es möchten, dann sie es, dann stehe ich daneben. Und da muss ich mir was anschauen, nämlich heftige Emotionen. Und das musst du erst einmal handeln. Und da ist es natürlich leichter zu sagen, wir holen sie so in Erinnerung, wie er war. Ja? Weil da sparen wir den Kass, ne? Logischerweise. Ne? Aber im Sinne der Betroffenen, für Betroffene kann dieses Begreifen oft sehr wichtig sein, dieses Begreifen im doppelten Wortsinne oft. Ne? Oder das sehen müssen. Ne? Leute sagen oft vollkommen richtig, ich kann das gar nicht fassen. Ne? Und es kann da auch passieren. Und das kannst du nicht bemerken, wenn man sich mit Leuten nicht auseinandersetzt. Das kann ich nur wissen, wenn ich mich mit Leuten auseinandersetze. Es hat sich einmal eine Mutter, wir haben einmal eine junge Frau von einer Unfallstelle abgeholt, da
Da ist die Tochter verletzt worden in einer Weise, ihr kennt das als Einsatzkräfte gut, es gibt sichere Todeszeichen, Totenflecke, Totenstarre, Fäulnis und mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen. Diese junge Dame war in dieser Weise verletzt. Wir haben die angeholt und am selben Tag ist die Mutter zu uns gekommen und wollte unbedingt die Tochter sehen, so wie sie es angeholt habt. So wollte sie es sehen. Und wir haben, ich habe uns dann aufgeholt, ich bin mit ihr kurz reingegangen, sie wollte es so sehen, alles wollte sie so sehen. Und sie ist vielleicht 10 Sekunden da gestanden, hat das gesehen, ist wieder gegangen und nach dem Begräbnis hat sie zu uns gesagt, sie ist so froh, dass sie das da hat, weil sie hat sehen müssen, dass in dem Körper kein Leben mehr möglich gewesen war. Also die Mutter wollte genau diese Verletzungen sehen. Das kann ich nicht wissen als Bestatter. Ich kann jetzt annehmen, nein, ihr Mann hätte es niemals getan. Der hat zu uns nachher gesagt, er hätte es nicht, und er hätte auch gar nichts gesehen. Und er hat gesagt, er hätte es nicht riskieren wollen, dass er irgendwas sieht, was er dann im Wasser bringt. Für den war es so. Oder für viele Leute war es wichtig, leiblich verabschieden. Der andere hat gesagt, nein, ich will den Vater so in Erinnerung behalten, wie er war. Passt komplett. Was für uns noch wichtig war, ist das, dass die Leute wissen, in diesen Tagen, wenn sie das Bedürfnis haben, dann geht das. Und das, auf das sollen sie horchen. Ja? Aber nicht dann. Wir haben zum Beispiel auch nie gesagt zu Leuten, das heißt nicht, dass es richtig ist. Das heißt es überhaupt nicht. Aber es hat mir neulich eine Frau erzählt, nach einem Vortrag, der Bestatter hat zu ihr gesagt, wo der Bub bei einem Unfall gestorben ist, hat sie gesagt, ich sage ihnen das, schauen Sie ihn nicht mehr an. So quasi, er ist so schwer verletzt. Und die Frau hat gesagt, das hat ihr so gut getan, sie ist so froh, dass der Bestatter das so gesagt hat, weil, gleich hätte sie den Buben noch mal angeschaut, dann hätte sie vielleicht was gesehen, was sie erlebt hat, nicht mehr rausbringt. Ne? Tadellos. Aber wir haben bei uns in der Bestattung trotzdem entschieden, diesen Satz so, hätten wir so nicht gesagt, weil man da vielleicht im schlimmsten Fall Fantasien auslösen kann. Weil wenn jetzt der Bestatter oder Bestatterin einer Betroffenen gegenüber diesen Satz sagt, ne, ich sage ihnen, schauen Sie ihn nicht mehr an. Und wenn dieser Bestatter ist, der vielleicht schon ein gewisses Alter hat, ja, der jetzt, also wo man weiß, der macht das schon. Also nicht jetzt einer, der so jung ausschaut wie ich, also 26, sondern der so alt ausschaut wie er oder so. Ne? Dann kann ich davon ausgehen, ne? dann kann es passieren, dass die Betroffenen sagen, ne, wenn der das sagt, der macht das offenbar schon 20, 30 Jahre. Und wenn der das sagt, dann muss ordentlich was gewesen sein. Weil der hat schon viel gesehen, der hat schon viel ausgehalten. Und wenn selbst der das sagt, muss viel passiert sein. Und schon können Fantasiebilder entstehen, die Leute dann vielleicht gewöhnen. Also das ist ein Thema im Letzte-Hilfe-Kurs am ganzen Tag. Ist das 2-3 Stunden Thema? Da macht es ein Fassel auf, die liebe Kollegin. Wie hat es geheißen, die Christine? Die Judith. Judith, ja. Judith, genau. Judith, da könnte man stundenlang reden. Da genau. Ja, die Judith hat mehrere Fragen, das ist super. Ah. Judith, wir reden da tatsächlich nochmal. Ich rufe dich wieder mal an, das passt. Eine Frage habe ich noch, dann, jetzt wird es noch mal kurz ein bisschen wissenschaftlicher. Der Ritchie, hört Nagel, kennen manche vielleicht. Der Ritchie hat eine Frage. Ich habe eine Frage in den Vortrag. Wie stehen Sie zu den Trauerphasen und Traueraufgaben von Verena Kast und James Williams? William Jordan. Jordan. Ja. Worden steht in Autokorrektur. William Worden, ja. Den Worden kenne ich sogar. Ja, da Worden ist sicher, der Worden ist gescheit, der Kast ist gescheit, klar. Was wir heute halt wissen, ist das, dass das nicht stattfindet, wie man früher geglaubt hat. Die Kübler-Ross war eine der ersten Psychiaterinnen, die sich um die Trauer angenommen hat, um diese Traueridee. Also, Gott sei Dank, das waren Pionierleistungen. So ist das Thema Trauer auch besprechbarer geworden. Aber damals hat man halt vermutet, dass es so Trauerphasen gäbe, ne? dass die erste Phase ist das Verleugnen, dann das, und die erste Phase dauert 6 Wochen, die zweite Phase dauert 4 Wochen, dann ist das. Das war die Trauerforschung heute, so ist es nicht. Dass bei vielen Trauernden gleiche Elemente auftauchen, der Themen, die kommen, ne? Wut, nicht annehmen können, Verzweiflung, das ist klar, aber nicht in einer phasenhaften, zeitlich abgrenzbaren Regelmäßigkeit und auch einer keiner Einordnung. Früher hat man dann geglaubt, jetzt ist die offenbar schon in der dritten Phase, war aber gar nicht in der zweiten, da hat es was. Ne? Das wissen wir heute, das ist so nicht. Wir wissen heute auch, dass die Trauer viel individueller ist. Die eine Mutter geht nach einer Woche nach dem Tod vom Sohn wieder in die Arbeit und das passt komplett. Die andere kommt ein halbes Jahr nicht in die Arbeit gehen, passt auch. Ja? Ne? Es ist durch diese Trauerphasengeschichten von damals, Kübler-Ross und so, das Bild entstanden, dass die Trauer ganz was Gefährliches ist. Also im Sinn von, das fängt jetzt an, und wenn das nicht ganz richtig anrennt, und am Anfang muss es auch gleich richtig rennen, dann müssen nämlich die Leute die Gefühle rauslassen am besten, über die Gefühle reden und vielleicht ein Bild malen und so weiter, und dann muss es dann hin, und dann ist gut. Und das wissen wir da ist so nicht. Ist so nicht. Die eine
geht, wie gesagt, nach ein paar Tagen in die Arbeit, die andere kommt nicht. Weil die eine, die in die Arbeit geht, sagt, ich muss in die Arbeit gehen, die 5 Stunden, die Arbeit Vormittag oder 6 Stunden, damit ich 6 Stunden wenigstens habe, wo Normalität herrscht. Weil sonst wäre ich spinnend. Ja? Das kommt der andere wieder nicht. Und da hat man auch so früher den Verdacht gehabt, wenn die das tut, die geht jetzt sofort in die Arbeit, zum Beispiel diese Mutter, dann hat man so das Bild gehabt, da kommt es zu einer verzögerten Trauer. Die lässt jetzt was nicht raus, unterdrückt es und dann kommt es ein Jahr später. Oder 3 Jahre später, 5 Jahre später. Beobachtet das einmal, wir haben ganz stark diese Vorstellung, wenn man Trauernde beobachtet, dass vielleicht, wenn da nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren vielleicht was stark auftaucht, bei der hinterbliebenen Frau oder bei der 16-jährigen Tochter, wo vor 3 Jahren der Papa gestorben ist und dann taucht mit 16 da wieder das Thema stark auf und vielleicht kommen sogar Trauergefühle stärker wieder, dann hat man sofort die Idee, da ist am Anfang was nicht richtig gerannt. Und dann meistens sind aber die Leute an einer Stelle, wo das ganz normal ist. Das kommt zum Beispiel bei den Trauernden irgendwann einmal zum zweiten Tod. Nochmal. Nach 2 Jahren, 3 Jahren, noch zum zweiten Tod. Nicht, dass in tiefster Seele nur mehr klar wird, dass der nicht mehr zurückkommt. Das klingt jetzt so unglaublich, aber in tiefster Seele kann es nochmal massiv was machen, wenn man draufkommt, das wird wirklich nicht mehr anders. Also da könnte man auch viel dazu sagen, aber diese Worten und so weiter, frei, das sind gute Trauertherapeutinnen oder Trauerbegleiterinnen oder der Worden, ein klinischer Psychologe, ich glaube Amerikaner. Das ist so in der klinischen Psychologie so Standard, also wie soll ich sagen, State of the Art. Ja. Die haben es natürlich mit, das muss man auch bedenken, diese klinischen Psychologinnen und so weiter, die da wirklich behandeln, haben es natürlich mit schweren Verläufen zu tun, ne, mit pathologischen Trauerprozessen, die auch aus Gründen der eigenen Gewordenheit der psychischen passieren können. Ne. Es kann bei Leid wirklich ganz massiv werden, es können ganz schwierige Trauerverläufe auftauchen, das hat aber oft auch schon mit der eigenen Biografie zu tun, dass da ohnehin schon Verwundungen gibt, dass es vielleicht Menschen sind, die unsicher gebunden sind, ne, die ohnehin Bindungstraumen haben und solche Verluste dann massiv was auslösen können. Dass es vielleicht dann auch stark in eine Depression geht oder Sucht oder eben verzögerte Trauer oder das, was die Trauer sagt, was die Trauer, das ist vielleicht ein interessantes Bild, das habe ich heute schon gesagt, was die Trauerforschung ja sagt, ist, es muss zu einer Wandlung kommen psychisch von der zuerst geliebten lebenden Tochter zur jetzt verstorbenen geliebten Tochter und das muss sie langsam und schmerzhaft da hineinwandeln. Und da ist natürlich ganz lange einmal so, dass der Schmerz zu groß ist. Die Psyche geht auf Distanz, die Leute erleben dann Wut, Schuldgefühle, dann fährt es wieder hin, dann ist wieder der Schmerz und das kann Wochen, Monate so dahingehen. Und in tiefster psychischer Schicht können wir es scheinbar nie ganz annehmen oder begreifen oder realisieren. Mir hat einmal eine Frau gesagt, wo der Mann vor 8 Jahren gestorben ist, die hat gesagt, ab und zu kann es sein, ab und zu, eh selten, dass sie in der Früh munter wird im Bett und sie denkt, ah nein, er liegt ja nicht mehr da. Ne? Also es hätte sie über die Nacht der Teil vergessen oder war über die Nacht der Teil im Gehirn stärker oder wacher geworden, der das noch immer nicht ganz begreifen kann. Ne? Aber ja, seht ihr auch, da kommt der für reden. Ne? Eigentlich kommt man heute schon weiterhin und dann brauchen wir das Tagesseminar morgen auch gar nicht mehr machen und fahre ich heim heute. Ja. Wir wollen aber zu dem Seminar morgen gehen. Ja, genau. Du kommst da. Ich komme auch, ja. Super. Genau. Ja. Ich bedanke mich recht, recht herzlich. Ich sage auch danke. Martin, bei dir für den Vortrag als erstes. Applaus. Danke, danke, danke. Danke schön. Danke. Danke bei euch fürs Kommen im Saal. Danke an alle, auch die zugehört haben, die mitdiskutiert danke, haben, ja, Fragen danke. Geschickt haben. Super Sache. Die Fragen, die jetzt im Nachhinein noch eintrudeln, werden wir natürlich noch beantworten. Wenn jemand sagt, den will ich unbedingt hören, ich will auch morgen zum Seminar nachher, meldet euch halt noch, werden wir das schon irgendwie noch einfadeln. Also auch korrigieren noch ganz vom Anfang, für die IGNI gibt es keine Fortbildungsstunden, für die Beigreiterinnen und Beigreiter schon. Alle, die sich im Priest brav eintragen haben, 2 Stunden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Herzlich, danke schön. Ja. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke auch der Technik und Kamerafrauen und Männern. Schön. Achso, sollen wir auch.